Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zur ersten Folge von der FIFA 17 Session to Glory mit dem Hamburger Sportverein. Und ja, Freunde, wie im Hintergrund schon sehen können, Freunde, starten wir mal jetzt ein neues Projekt, sozusagen Session to Glory jetzt. Und zwar, ich erkläre euch erstmal die Regeln dazu, beziehungsweise gibt es eigentlich nur eine Regel, und zwar, wir müssen in einer Folge eine Saison einfach mal durchspielen. In einer Folge, also wird das Let's Play höchstwahrscheinlich immer über eine Stunde gehen, aber es kommt auch nur am Samstag immer. Also Samstag immer gegen 10, 11 Uhr, ich muss mal schauen, also heute kommt das auf jeden Fall mit, ja, 2 Stunden Verspätung oder so, glaube ich. Also heute müsste das Video um 12, 13 Uhr online kommen, schätze ich mal so ein. Und ja, deswegen, also wir können hier über viele Sachen reden, über Prison Break, was ich momentan alles so mache, allgemein so, weil momentan, Alter, aber geht bei mir fast nichts, außer Serien schauen und Videos drehen und halt ein bisschen für die Schule lernen, was ich auch sehr benachteilige momentan, das ist natürlich auch nicht so gut. Und ja, aber das ist halt das Ding, ne? Ich habe Prison Break entdeckt und jetzt bin ich so süchtig nach der Serie, habe ich schon öfters erzählt, in den letzten Projekten irgendwie, also bei der Simulationskarriere mit Lyon habe ich schon erzählt, ich glaube auch noch bei anderen Projekten wie Simulate to Shield mit FC Bayern und so weiter. Also ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf hättet, ihr auf Session to Glory jeden Samstag auf jeden Fall um 10 Uhr eigentlich. Sagen wir mal um 10 Uhr jeden Samstag. Ich bin heute extra früher aufgestanden, ne? Ungelogen, es ist jetzt 9 Uhr morgens, aber das Video wird leider nicht um 10 Uhr online kommen. Also eigentlich schlafe ich immer bis 12 Uhr, bis 13 Uhr meistens und bleib bis 4 Uhr wach. Aber gestern bin ich einfach um 18 Uhr schlafen gegangen. Müsst ihr euch vorstellen, um 18 Uhr bin ich schlafen gegangen und habe die ganze Nacht durchgepennt. Die ganze fucking Nacht, Alter. Weil ich habe auch sehr wenig Schlaf gehabt in den letzten Tagen. Irgendwie die letzten Tage habe ich irgendwie sehr wenig Schlaf gehabt. Aber ich war ja schon um, ja, heute war ich ja schon um 6 Uhr morgens oder so schon wach ungefähr. Habe ich ja schon ein paar Serien geschaut, beziehungsweise Prison Break habe ich geschaut. Und Lost habe ich, glaube ich, nicht geschaut. Diese, wo die halt gestrandet sind und Flugzeug abgestürzt sind und so. War jetzt kein Spoiler, war überhaupt kein Spoiler, aber ist halt so. In der ersten Folge, da sind wir mit dem Flugzeug abgestürzt. Und ja, ist auf jeden Fall eine geile Serie, muss man sagen. Also ich habe bisher nur eine Folge geschaut, muss ich zugeben, bei Lost. Aber wird bestimmt auch sehr spannend, kann ich mir vorstellen, einfach mal so eine Serie halt, wo die gestrandet sind und irgendwie da raus müssen oder keine Ahnung. Also ich muss mal schauen, was uns da erwarten wird, beziehungsweise was mich da erwarten wird. Also guckt auf jeden Fall auch mal Serien wie Prison Break oder halt Lost. Also Lost hat mir auch jemand in den Kommentaren empfohlen im letzten Olympic Lyon Let's Play hier in der 12. Folge, war das, glaube ich, die gestern online gekommen ist. Bin mal sehr gespannt, wie das ankommt hier mit dem Hamburger Sportverein. Bin ich mal sehr gespannt. Ist mal was Neues, ne? Eine Folge, eine Saison, wird ungefähr eine Stunde gehen. Also mal macht euch schon mal die Pizza hier warm, wenn ihr das noch nicht gemacht habt hier. Wird ja sowieso über eine Stunde gehen. Ich glaube mal so anderthalb Stunden kann ich mir so vorstellen, wenn nicht sogar länger. Warte mal, wen trainieren wir? Ist natürlich auch jetzt die Frage. Santos auf jeden Fall, den würde ich auch gerne trainieren. Halilovic müssen wir irgendwie zurückholen, ne? Der ist, glaube ich, auf Leihbasis irgendwie weg. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin. Wohin ist er dagegen gegangen? Las Palmas oder so, glaube ich, oder? Kann das sein? Martinha will ich auf jeden Fall hier behalten, würde ich mal sagen. Also wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ich wollte noch sagen, vielleicht werden dazu 15 Folgen kommen, ne? Weil es gibt ja 15 Saisons. Ich weiß nicht, ob ich das bis zum Schluss dann machen werde, weil es gibt ja eigentlich nur 15 Saisons. Ich glaube, man kann nur 15 Saisons spielen irgendwie in FIFA. 17 war ja schon immer so, glaube ich, auch in FIFA. Bei Pro Evolution Soccer kann man, glaube ich, so viel, wie man will spielen. Aber dafür bleiben auch immer die gleichen Spieler mit den gleichen Namen, wie Ronaldo. Zum Beispiel, wenn Ronaldo da aufhört bei Pro Evolution Soccer, da kommt wieder ein normaler Cristiano Ronaldo. Er sieht genauso aus wie Ronaldo. Also wenn man zum Beispiel, wenn Ronaldo seine Karriere bei Pro Evolution Soccer, also bei PES 17 zum Beispiel beendet, ich weiß nicht, ob es bei PES 17 so ist, aber bei PES 16 war das auf jeden Fall so, wenn Ronaldo seine Karriere beendet, dann kommt auf jeden Fall ein neuer Ronaldo, aber der heißt genau Cristiano Ronaldo, kommt aus Portugal, nur dass er 16 Jahre alt ist, aber halt gleichen Gesicht, also das gleiche Gesicht hat irgendwie, nur mit, ja, schlechteren Werten halt, mit 75er Gesamtbewertung, aber trotzdem ein Talent ist dann, das finde ich krass, Alter. Das ist bei jedem Spieler so, bei Buffon ist das so, bei jedem Spieler, auch natürlich bei, keine Ahnung wen, bei Santos auch hier ein Hamburger Spiel, aber ja, die Bundesliga gibt es ja gar nicht im Pro Evolution Soccer, aber kann man natürlich auch irgendwie reinpatchen, das geht natürlich auch, aber ja, ist natürlich das Ding, warum auch so viele FIFA kaufen, weil da keine Bundesliga und so gibt. Und ja, komm, 4-0, 3-0, 4-0, ja, 3-0. Doppelpack Kostic und Müller trifft noch einmal hier. Nice, so muss das laufen. Also ich bin mal gespannt wirklich, wie es bei euch ankommt. Also supportet es auf jeden Fall hier, falls es euch gefallen sollte. Also eigentlich sage ich sowas nie, aber bei Session to Glory bin ich mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, Alter. Ich bin wirklich extrem gespannt hier. Wird auf jeden Fall schwer mit dem Hamburger Sportverein irgendwie hier eine gute, ja, Platzierung am Ende zu erreichen. Dann wird auf jeden Fall extrem schwer, sag ich mal so hier. Und genau jetzt, wo ich ein Video aufnehme, na, da muss ein Hund da draußen bellen, ne? Die ganze Zeit hat er nicht gebellt und jetzt bellt er hier 100 Mal. Alter, will er mich verarschen? Okay, 100 Mal jetzt nicht. Hat jetzt 2-3 Mal gebellt, aber trotzdem. Immer wenn ich ein Video aufnehme, ist irgendwas, ne? Das ist halt das Ding. Und jetzt 1-0 durch Müller. Lockerer Sieg hier. Kommt, lockerer Sieg. 3-0. Die Frage ist, wen soll ich mir holen, Alter, für die Folge? Das ist so jetzt die Frage aller Fragen, Alter. Ich weiß es nicht. Ach, Jungs, Alter, wen soll ich mir holen? Also ich gucke hier gerade im letzten Video hier, warte mal. Olympic Lyon, ich guck mal gerade hier, was ihr für Themenvorschläge hattet. Deswegen nicht wundern, falls ihr gerade das letzte Video irgendwie gehört habt. Warte mal.
Bla bla bla. Happy Birthday, hier lese ich gerade Regaming. Also gestern wurde ja der Kanal ein Jahr einfach alt, ne? Regaming TV. Ja, ja, stimmt, hier ein paar Fragen. Zum Beispiel, wie findest du Star Wars? Also, ich bin jetzt hier nicht der größte Star Wars-Fan, ne? Also jetzt muss ich wirklich zugeben, ich gucke auch keine Filme mehr irgendwie. Ich gucke nur Serien jetzt, weil, ungelogen, mein Lieblingsfilm war, glaube ich, so Fast and Furious. Also meine Lieblingsreihe war auf jeden Fall so Fast and Furious. Und mein Lieblingsteil war, glaube ich, auch der fünfte Teil war das, glaube ich. Der fünfte und erste Teil war so meine Lieblingsteile. Teil 7, oh mein Gott, Alter, 4-3 in Elfmeterschießen. Teil 7 war auch geil, aber war halt nicht mein Lieblingsteil irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum, aber halt Teil 5 fand ich heftig, da diesen großen Coup in Rio. Fand ich richtig krass. Und Teil 1, Alter. Teil 1 war so, wo alles begann halt. Das hat mir auch richtig nice gefallen. Irgendwie, wo Paul Walker noch da war natürlich. Ja, okay, Paul Walker war jetzt in jedem Teil dabei. Außer, doch, er war, glaube ich, nee, Tokyo Drift war, glaube ich, nicht dabei, ne? Tokyo Drift war für diese, glaube ich, mit so einem anderen dabei. Wenn ich, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Tokyo Drift war ja der dritte oder vierte Teil. Bin ich auch gerade nicht sicher. Tokyo Drift war der dritte Teil, oder? Ja, ich glaube, ja. Im achten Teil wird der Paul Walker nicht dabei sein, wie ihr wisst. Kommt ja schon im nächsten Monat, glaube ich, ne? Am 8. April, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Am 8. April kommt auf jeden Fall Prison Break, Alter. Die fünfte Staffel. Ich bin gerade bei der dritten Staffel, Anfang dritte Staffel, glaube ich. Dritte, vierte Folge. Und richtig kranke Sache. Auf jeden Fall nächsten Monat, Alter, kommt schon die fünfte Staffel. Ich habe ja erst seit, ja, ich habe erst im Februar angefangen hier mit dem Serienschauen, richtig. Mit Prison Break und so habe ich erst Ende Februar gerade begonnen. Und ich habe erfahren, dass einfach im April, halt 8. April einfach Prison Break in Deutschland kommt, Alter. Am 4. April kommt, glaube ich, das in den USA. Und am 8. April einfach schon in Deutschland, also 4 Tage nach Release in den USA. Richtig krass finde ich das einfach. Also ich glaube, die haben schon ziemlich viel bezahlt, RTL 2. Das kommt ja auf RTL 2, glaube ich, jeden Tag um, ja nicht jeden Tag, ich glaube einmal die Woche. Müsste, glaube ich, ein Dienstag eigentlich sein, ne? In den USA ist es immer ein Dienstag, ne, oder ein anderer Tag, oder ich weiß es gerade gar nicht, ja? Immer gespannt, was für ein Tag das sein wird. Ich hoffe, Freitag, Samstag, das wäre am besten eigentlich an sich. Immer so 20.15 Uhr ungefähr, wäre optimal. Prison Break auf RTL 2, Jungs. Guckt euch das bitte alles an, Alter, bitte. Oder kauft euch das halt bei Amazon oder guckt halt im Internet irgendwie Prison Break, Alter. Ihr müsst euch das wirklich reinziehen. Also guckt jetzt am besten die Staffel 1 bis 4, weil nächsten Monat kommt ja schon die fünfte Staffel. Ich bin ja schon bei der dritten Staffel hier. Ich glaube so nächste Woche, ja nächstes Wochenende werde ich, glaube ich, die vierte Staffel dann durchhaben. Allgemein Prison Break werde ich dann nächste Woche durchhaben und muss dann noch ein paar Wochen auf die fünfte Staffel warten. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Und ja, warte mal, Frage Nummer 2 sehe ich hier gerade. Was hältst du von dem Wechsel Toprak zu Dortmund? Ja, ich halte eigentlich gar nichts von. Also mich juckt das eigentlich auch gar nicht. Ich habe auch nur einmal was von gehört. Aber ja, Dortmund braucht Dortmund einen Innenverteidiger? Das ist so die Frage, ne? Die haben ja Bartra, die haben Sokratis, aber an sich, ja, was warum nicht, Alter? Ich weiß auch nicht, ob Toprak ein ganz guter Innenverteidiger ist momentan in der Bundesliga. Also das weiß ich auch momentan gar nicht, weil ich auch selten Bundesliga schaue, wenn überhaupt. Schaue ich das einmal, ja, alle 2 Monate oder so an. Also vorletzte Saison habe ich richtig aktiv geguckt, fast jeden Spieltag irgendwie vom Hamburger Sportverein, aber nur. Sonst ab und zu mal Topspiele der Woche und so. Ich habe immer die Topspiele der Woche, glaube ich, angeschaut und die Sonntagsspiele, glaube ich. Und halt, wenn HSV gespielt hat, natürlich. Also ich habe locker immer pro Spieltag immer 3 Spieltage geschaut. Also 3 Spiele pro Spieltag habe ich immer geschaut. Oder mindestens 2 Spiele auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall immer den Hamburger Sportverein, immer. Den schaue ich mir immer am liebsten an. Ich bin auch Hamburger Sportverein-Fan, sage ich mal nur so. Mit Barcelona, aber halt richtig so in Deutschland halt Hamburger Sportverein, sagen wir es mal so. Also HSV-Fan. Und ja, schaust du, magst du Formel 1? Ja, Formel 1. Ja, warte mal, früher habe ich auch öfters Formel 1 geschaut. Und liegt, glaube ich, immer bei RTL oder läuft halt auch bei RTL. Ne? Habe ich früher öfters geschaut, muss ich sagen, aber ja, ich kann das irgendwie nicht mehr so eine Stunde reinziehen die ganze Zeit. Das läuft ja immer so 1-2 Stunden irgendwie, ne? Also immer das Gleiche so anzusehen ist nicht so meine Sache, sagen wir es mal so. Also Formel 1 ist nicht so mein Ding, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das mal zu Let's Playen oder so. Das soll auf jeden Fall ein geiles Spiel sein, habe ich gehört. Hat eine gute Amazon-Bewertung und so, müssen wir mal schauen. Und ja, ich habe noch mal einen Wunsch, Alter. An die Prison Break-Macher, ne? Oder halt an. Jetzt gibt's ja das Spiel Prison Break für die PS3. Müsst ihr euch mal vorstellen. Prison Break für die PS3 gibt es, aber es hat auch nicht so gute Amazon-Bewertung, ich weiß nicht warum. Aber ich finde, die sollten wirklich ein Prison Break-Spiel für die PS4 bringen. Am besten nächsten Monat, aber ich glaube, ja, es würde gar nicht mehr gehen an sich. Also, die hätten das so sich mal ein bisschen überlegen sollen, irgendwie. Das wäre die perfekte Marketing-Strategie eigentlich an sich, weil nächsten Monat kommt die Staffel, ne? Prison Break, Staffel 5. Die nächste Staffel nach 7 Jahren oder so. Oder nee, nach 8 Jahren, glaube ich. Nach 8 Jahren einfach, ne? Das Comeback von Prison Break. Die hätten an sich auch ein PS4-Spiel dafür veröffentlichen können. Die hätten auch bestimmt. Ja, noch mehr Einnahmen erzielt, noch mehr, viel, 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 viel mehr Einnahmen erzielt mit dem Spiel auch noch für die PS4, für den PC, für die Xbox. Das wäre die perfekte Marketingstrategie und wenn das, ja, das hätte ich halt mal so geil umsetzen können einfach, ne? Einfach mal so richtig guten Entwickler irgendwie da hinsetzen können, weil Prison Break, Alter, wer will das bitte schön nicht entwickeln? Also man muss einfach nur die perfekte Idee haben irgendwie, zum Beispiel, ja, Prison Break, ihr wisst ja, mit Gefängnis ausbrechen und so. Es gibt nicht mal so ein Spiel richtig irgendwie mit Gefängnis ausbrechen, glaube ich. Also, die hätten irgendwie sowas machen können, einfach so eine richtig geile Idee irgendwie.
dass man vom Gefängnis irgendwie ausbrechen kann. Ey, was wäre das für ein geiles Spiel, Mann. So eine richtig geilen Grafik auch noch. Weil das PS3-Spiel habe ich mir so angeschaut, Mann, Let's Play. Also ist auch nicht die beste Grafik, aber die hätten das so für die PS4 richtig geil machen können irgendwie. So eine perfekte Idee. Ey, das wäre ein Ding gewesen, Alter. Prison Break für die PS4, Jungs. Was meint ihr, Alter? Das wäre auf jeden Fall ein Ding gewesen. Und jetzt genau, ja genau in den letzten Stunden werden wir jetzt mal Transfers tätigen, oder? Läuft bei mir, Alter. Warte mal, wir haben 55 Millionen zur Verfügung. Oha, voll viel für den Hamburger Sportverein hier, muss ich zugeben. Wollen wir jemanden kaufen? So, jetzt die Frage. Schauen wir jetzt mal die Mannschaft an. Mama René Adler spielt auf jeden Fall noch die nächsten Spiele mit hier. Und ich verschlucke mich die ganze Zeit hier. Hab Schluck auf, bisschen. Und ja, okay, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger. Das ist eigentlich ganz klar. Zentrales Mittelfeld können wir an sich auch nicht so lassen, ne? Ekdal setzen wir mal dahin. Kostic bleibt da. Holpi kann auch da bleiben. Nikolai Müller, dafür würde ich gerne Pulisic oder so kaufen. Sakai für... Lassen wir erstmal so, oder? Ne, für Dickmeier auf jeden Fall. Und Santos kann auf jeden Fall bleiben, sagen wir es mal so. Wood gegen Lasogga, ich weiß nicht. Wood gegen Lasogga ist so eine schwere Entscheidung, sagen wir es mal so, Alter. Ich lasse Wood da. Ich lasse diesen Wood, Bobby Wood erstmal da. Und rechtes Mittelfeld, würde ich sagen, können wir so einen Pulisic oder Emre Mor oder so mal verpflichten, oder? Was meint ihr, Alter? Emre Mor wäre nicht schlecht, aber ich weiß nicht, Alter. Komm, Emre Mor holen wir uns dafür. Oder Emre Mor, ich weiß nicht, Alter. Das ist so eine schwere Entscheidung. Und im Sturm fällt mir ganz spontan so ein Isak ein. Ne? Ich weiß nicht, warum, aber Isak, das 16-Jährige, den können wir mal ausleihen. Sagen wir es mal so, wir leihen ihn mal für ja ein Jahr erstmal aus. Ja, komm, das machen wir mal. Ein Jahresleihe hier. Wir holen uns, aber wir brechen die Leihe schon in der ja, Wintertransferperiode halt ab und kaufen uns ihn dann. Das ist eigentlich eine schlaue Idee, sagen wir es mal so. Oh, nochmal Pulisic von Borussia Dortmund. Oh, ne, Emre Mor, komm, oder Pulisic ist aber... Da Pulisic ist sogar talentierter, aber wir machen erstmal Emre Mor. Ja, komm, wir machen Emre Mor hier. Wir machen Emre Mor. So, machen wir Kauf. Wir können ihn direkt verpflichten. Nein, geht auch nicht an sich, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, den können wir nicht direkt verpflichten, weil er neu ist. An sich geht, müsste es eigentlich nicht gehen. Aber es wäre auf jeden Fall mal ein Ding hier. Und ja, ich glaube, den leihen wir auch erstmal aus. Dann holen wir uns ihn auch erst in der Wintertransferperiode. Wir machen das alles hier in letzter Sekunde, Alter. Ihr kennt mich, Jungs. Ihr kennt mich. Thielemans fällt mir nochmal spontan hier ein. Thielemans wäre auch nicht schlecht, ne? Wir haben auch 55 Millionen, Alter. Wir können damit voll viel anstellen eigentlich, ne? Ich bin so dumm. Ich habe bisher keine Spieler gekauft. Irgendwie 13 Millionen wäre eigentlich optimal. Hätten wir auch schon für das zentrale defensive Mittelfeld, beziehungsweise für das zentrale Mittelfeld schon mal einen guten Spieler. Und für die Innenverteidigung auch noch einen, ne? Ja, guck mal, ich muss das alles hier spontan machen, wie ihr seht. Also ich hätte eigentlich alles planen können, habe ich aber nicht gemacht. Für die Innenverteidigung, Alter. Das fällt mir überhaupt keiner ein. Das ist jetzt natürlich nicht so nice. Das ist keine gute Situation, sagen wir es mal so. Also hoffen wir vielleicht so ein Sülle. Ich weiß nicht, Alter. Der wäre eigentlich auch optimal. Aber der ist auch so ein Standardding, ne? Aber egal, den holen wir uns mal, würde ich sagen. Sülle hier. Oha, der ist aber teuer. Oha, ist der teuer. Die wollen 25 bis 30 Millionen, weil er zurzeit in Bestform ist. Nach 3 Spieltagen in Bestform wahrscheinlich. Oder nach 2 Spieltagen, keine Ahnung. Ach man, Alter, oder wie kann man denn noch verpflichten hier? Ich weiß es nicht. Warte mal, Jungs. Hertha, Frankfurt, Bayern. Bayern hat auch nicht so talentierte Spieler. Ich würde sagen, Gladbach kann man mal vorbeischauen. Nee, oder? Nee, auch nicht eigentlich. Leverkusen hat keine talentierten Innenverteidiger. Außer natürlich Jonathan Tah, aber der wird nicht zurückkommen zum Hamburger Sportverein. Habe ich ja schon mal öfters versucht früher. Und Juventus hat auch, glaube ich, keine. AC Mailand hat auch welche. Romagnoli und so. Ja, Mailand hat auf jeden Fall welche. Hier, Mailand auf jeden Fall immer. Calabria ist gut für die Rechtsverteidigung. Guck mal, jetzt hier. Mailand hat auf jeden Fall ein paar Talente mal endlich wieder. Machen wir mal ein Jahresleihe. Hier haben wir einen schönen Rechtsverteidiger. Ein paar Italiener jetzt kommen. Jetzt kommen ein paar Italiener hier dazu. Auch nicht schlecht natürlich. Und ja, Romagnoli auf alle Fälle, Alter. Ist auf jeden Fall auch ein ganz guter, talentierter Innenverteidiger. Aber auch nicht der talentierteste, ne? Sagen wir es mal so. Aber auf jeden Fall auch ein ganz guter. Müsste auf jeden Fall so eine 78er Gesamtbewertung haben oder 76 um den Dreh. Und Locatelli, Alter. Das wäre jetzt ein Ding. Oh, hat sogar jetzt ein Bild. Okay, hat sogar jetzt ein Bild hier. Den können wir, glaube ich, nicht verpflichten, ne? Den können wir, glaube ich, nee, den können wir auf jeden Fall noch nicht verpflichten, aber den können wir auf jeden Fall erstmal ausleihen. Ich glaube, den werden wir gar nicht ziehen lassen. Das wäre auf jeden Fall dumm, wenn den hier, okay, die können wir wirklich ziehen lassen hier. Und wir müssen auf jeden Fall Halilovic, würde ich sagen, zurückholen, oder? Was meint ihr, Alter? Halilovic, ich weiß es nicht. Also, Locatelli auch sehr talentiert, also den brauchen wir auf alle Fälle. Und für den, ja, Torhüter lassen wir erstmal Adler. Beziehungsweise kommt ja noch Dings da dazu. Martinia wird auf jeden Fall noch Stammspieler werden. Neuer zu, Alter, Man United, Martinez zu Chelsea. Alles hier englische Vereine mit den Top-Transfers. Warte mal, Isak kommt auf jeden Fall safe hier, der 16-Jährige. Nice. Ja, stimmt. Isak, heute kommt ein Spieler-Update-Video mit Isak. Nicht vergessen, Jungs. Nicht vergessen, aber müsst ihr erst 2 Stunden später oder eine Stunde später, nachdem dieses Video online gekommen ist, online kommen. Und ja, 3 Spieler haben wir schon mal verpflichtet. Nice, beziehungsweise ausgeliehen, ne? Sagen wir es mal so. Romagnoli, also wir brauchen auf jeden Fall einen Innenverteidiger. Einen talentierten Innenverteidiger brauchen wir auf alle Fälle. Das wisst ihr selber, Freunde. Das ist ganz wichtig hier.
Und ja, das kommt eh nicht, das ist Sülle, das ist viel zu teuer auch. Thielemans auf alle Fälle, den müssen wir auch auf jeden Fall verpflichten. Wäre auf jeden Fall ein sehr nicer Transfer. Halilovic müsste an sich auch noch kommen, Alter. Halilovic, den können wir auch so holen. Emre Mor hat leider abgelehnt, da machen wir auf jeden Fall eine Laie draus. Wir wollten ihn verpflichten, machen wir mal eine Laie draus hier, warte mal. Auch ein Jahresleihe, also Emre Mor. Aber ich glaube, der andere wäre besser, Alter, der Pulisic oder Christian. Ja, wir machen mal Emre Mor, weil Pulisic ist eigentlich 2 Jahre jünger. Ja, ich weiß nicht, Alter. Komm, aber Emre Mor hat, glaube ich, auch 4 Sterne Skills. Das ist auch krank auch einfach. Ich weiß nicht, ob Pulisic die auch hat, aber egal. Wir machen einfach mal Emre Mor. Einfach mal Emre Mor, ihr wisst Bescheid hier. So, 5 Jahre, wichtig für die erste Mannschaft. Wäre auf jeden Fall perfekt, wenn der Alessio kommen würde hier, Jungs. Hauptsache Alessio geht's gut, ihr wisst Bescheid hier. So, 35.000 pro Woche. Also jetzt mal Hashtag Hauptsache Alessio geht's gut, wenn ihr die ersten 15 Minuten euch angeschaut habt einfach. Juri Thielemans hier wichtig für die erste Mannschaft auf alle Fälle. Ihr wisst ihr Bescheid. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich hier alle, auf alle Fälle gesagt habe oder Freunde, Alter. Habe ich auch so oft gesagt wie keine Ahnung was. So, Emre Mor kommt auch. 1 Jahresleihe, nice. Alter, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus, ey. Also ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was für Serien ihr euch momentan so reinzieht. Hier, geile Serien auf jeden Fall irgendwie. Aber ich glaube, es gibt keine ähnliche Serie wie Prison Break, oder? Ich glaube nicht, Alter. Nee, es müsste eigentlich keine ähnliche Serie. Ja, bestimmt gibt es eine, aber die ist bestimmt nicht mal ansatzweise so gut wie Prison Break, weil das ist wirklich so eine Gefängnisserie, Alter. Die ist einfach nur krank, Mann. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich enttäuscht von der 3. Staffel irgendwie. Der Spannungsfaktor ist nicht mehr so hoch wie in der 1. oder 2. Staffel halt. Und die 1. war auf jeden Fall, finde ich persönlich, am besten. Ja, die 2. war an sich eigentlich, man kann sagen, gleich gut, oder? Ja, ich will auch nicht sagen, was so in der 2. Staffel so passiert ist, weil das ist auf jeden Fall anders als in der 1. Staffel, muss man einfach so gesagt haben. Und ja, so gerade alle Top-Transfers von englischen Vereinen, das finde ich krass, Alter. Man United, Chelsea, Arsenal, ja, okay, wir können ja das eigentlich die Transferphase abschließen, oder? Oder wir holen uns halt wieder Halilovic dazu? Ist an sich auch eine gute Frage jetzt. Ah ja, wen holen wir uns jetzt zurück, Alter? Beziehungsweise, ja, sollen wir den zurückholen hier? Ist der ausgeliehen an Darmstadt? Der ist auch schon 27 Jahre alt, der Schiplock. Krass, Alter. Ah, ich weiß nicht, Mann. Das ist so eine Entscheidung. Wir müssen ihn eigentlich zurückholen. Wir müssen den Typen zurückholen. Aber 2 Millionen, aber egal. Wir holen uns Halilovic zurück hier. Das muss einfach her. Halilovic muss zurückgeholt werden. Ist safe eigentlich. Der muss wieder da sein hier. Und ja, Holtby aber halt hat... Ja, okay, Holtby hat keinen Platz mehr eigentlich für sich. Und Thielemans haben wir auch verpflichtet hier, richtig nice. Warte mal, wir müssen das mal alles umstellen erstmal, ne? Das ist halt so das Ding. Alessio ist auf jeden Fall da hier. Romagnoli nennen wir jetzt nur Alessio, Alter. Ihr wisst Bescheid hier. Papadopoulos und Romagnoli, Alter. Ein Italiener und ein Grieche, Alter. Boah, die werden alles zerstören. Einfach alles. Warte mal, wir schauen mal weiter hier. Thielemans machen wir auf jeden Fall, setzen wir auf jeden Fall auch mal rein hier. Für Ekdal erstmal, würde ich sagen. Locatelli haben wir Locatelli eigentlich? Ja, Locatelli haben wir auch. Alter, aber die müssen wir natürlich auch alle noch verpflichten, wenn wir die Spieler alle haben, ne, die wir ausgeliehen haben, also wenn wir die fest verpflichtet haben, also ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall safe eine rosige Zukunft, Alter, das ist ja nicht mehr normal, was für Spieler wir hier haben. Ja, okay, Isak spielt erstmal nochmal auf der Bank, würde ich sagen, beziehungsweise ist erstmal auf der Bank, rechtes Mittelfeld, Emre Mor, ja, den setzen wir an sich auch noch nicht ein, wir lassen ja er auch erstmal draußen, würde ich mal so sagen, hier, bum, 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 wo ist hier der Ding, ja, das ist eigentlich auch ein ganz guter, ne, warte mal. Ja, okay, der ist 18 und hat eine 62er Gesamtbewertung. Wo ist Emre? Er sieht ja Emre Mor. Der, da ist der doch hier, der 19-Jährige. Ja, sieht gut aus, oder? Unser Kader sieht auf jeden Fall perfekt aus. Ja, was heißt perfekt? Aber halt ganz junge Spieler. Wir haben auf jeden Fall viel Potenzial. Die Mannschaft kann vieles erreichen in den nächsten Jahren, sagen wir es mal so. Aber nicht dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr wird auf jeden Fall nicht so viel gehen. Guckt euch erstmal viele Zugänge hier. Locker 3, 4, 5. Ah, warte mal, ich habe noch jemanden vergessen hier. Den Rechtsverteidiger, ne? Aber den lassen wir erstmal draußen. Denkt mal ja, wir lassen erstmal die besseren Spieler hier. Spielen, sagen wir es mal so. Wir haben nicht mal einen Abgang, Alter. Krank. Aber die Trikotverkäufe wurden locker auch richtig heftig angekurbelt, ne, nach diesen Transfers. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir durch Trikots, ja, durch Trikotverkäufe irgendwie viel eingenommen haben. Kann sein, weil wir so viele Spieler verpflichtet haben, die sehr talentiert sind. Halilovic ist wieder zurückgekommen, also an sich. Die Trikotverkäufe müssen an sich eigentlich angekurbelt worden sein, aber der Hamburger Sportverein hat sowieso eigentlich, ja, treue Supporter, nur 100.000 verkaufte Trikots, also gesamte Trikotverkäufe, 150.000 knapp, aber auch nach 1 Monat oder 2 Monaten erst. Meistverkaufte Trikots hier kostet Halilovic und Romagnoli, okay. Aber wird sowieso noch steigen. Also ich bin mal gespannt, ob wir die 1 Million Trikots knacken nach der ersten Saison. Ich bin mal gespannt, ich finde das immer so interessant mit den Trikots. Auch wenn das immer fast das gleiche, ja, okay, ist nicht immer das gleiche, aber es ist halt extrem spannend, finde ich immer. Bin mal gespannt, ob wir überhaupt ganz oben mitspielen werden, ist natürlich auch eine ganz gute Frage. Und ey, Mann, ich hatte das, ja...
Ich hätte die Spieler irgendwie ändern sollen beim Training. Dann machen wir auf jeden Fall in der nächsten Trainingseinheit dann, weil ja, Kostic würde ich an sich eigentlich nicht mehr trainieren hier. Das passt nicht mehr irgendwie. Dann müssen wir andere Spieler trainieren, die neu dazugekommen sind, wie Emre Mor, wie Isak müssen wir auch noch trainieren, Locatelli und wie die alle heißen. Aber ich würde sagen, also wir legen erstmal den Fokus auf Isak und auf Calabria, also den Rechtsverteidiger auf, ja, der müsste Calabria heißen hoffentlich. Nicht, dass ich ihn jetzt gerade falsch ausgesprochen habe. Oh, 1-1, Alter. Komm, Jungs, wir drehen nochmal das Ding hier. Was heißt drehen? Wir haben ja geführt. Und, ja, okay, optimal. Hilbert macht das 2-1, Leverkusen gewinnt. Optimal, ihr wisst Bescheid, Alter. Optimal nicht, auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und Kostic auf jeden Fall erstmal weg hier. Da trainieren wir, warte mal. Erstmal Außenverteidiger gucken, erstmal nach. Wo ist denn der denn? Wo ist denn der Calabria? Calabria, mein Junge, komm mal her. So, El Rondo immer natürlich Standard für einen Außenverteidiger, beziehungsweise für einen Verteidiger immer. Immer El Rondo würde ich euch empfehlen, immer eigentlich. Also andere, was anderes braucht man eigentlich nicht trainieren, finde ich persönlich. Wallace oder wie der heißt hier, warte mal, wird sowieso dann Locatelli und Tielemans dann spielen, ne? Locatelli würde ich erstmal trainieren. Aber ich weiß nicht, soll ich bei ihm durchsetzen trainieren oder halt, ja, El Rondo, das ist so die Frage. Durchsetzen, El Rondo, durchsetzen, ich würde sagen beides, ne? Aber wir haben auch noch einen Torhüter und einen Linksverteidiger. Ach du Scheiße, Mann. Ja, Isak haben wir auch noch, der ist 16. Ey, das wird so schwer sein mit dem Training, ne? Also, wir sind zu viele Spieler, zu viele talentierte Spieler, sagen wir es mal so. Wir haben zu viele talentierte Spieler irgendwie. Ach, Mann, Alter. Locatelli erstmal rauskommen. Isak hat eine schlechtere Gesamtbewertung, aber ist natürlich auch 16 Jahre alt. Ey, das ist so halt das Ding jetzt, ne? Chancenerarbeitung, würde ich sagen. So, Chancenerarbeitung hier. Ey, fuck, Mann. Wir haben einfach so viele talentierte Spieler, das ist halt das Problem. Aber wir trainieren erstmal die schlechtesten, würde ich mal sagen. Also halt Calabria, Isak, aber Martinha als Torhüter. Wir brauchen auf jeden Fall auch einen extrem guten Torhüter für die Bundesliga. Also man braucht eigentlich, um ganz oben mitzuspielen, immer einen ganz guten Keeper. Und ich werde jetzt hier irgendwie keinen Keeper für 20 Millionen oder so kaufen. Aber wir hätten uns eigentlich auch Lafon oder so kaufen können. Und der ist, ja, der wäre auch nicht so teuer gewesen. Vielleicht 10 Millionen. Wie viel Geld haben wir eigentlich noch hier? Ich tippe mal so, 15 Millionen hätten wir noch, oder? Ungefähr. Okay, 11 Millionen haben wir. 11 Millionen haben wir noch zur Verfügung. Jetzt spielen wir gegen den Kommerzverein RB Leipzig. Mal sehen, ob wir die hier schlachten können. Mit, ja, komplette Zerschlachtung. Kompletter Massaker. Ihr wisst Bescheid, hier Genozid. Trainerauszeichnung erhalten. What? Trainer des Monats? Was? Was geht denn hier ab, Alter? 2 Spiele, 3 Punkte. Wahrscheinlich Trainer des Monats, oder? Verstehe ich gerade gar nicht. Vielleicht, weil wir so viele talentierte Spieler geholt haben, aber ich weiß es einfach nicht. Jetzt habe ich Durst bekommen. Optimal. Ich habe optimal Durst bekommen. Also, ja, wir schauen einfach mal. Ich würde sagen, sobald wir die Wintertransferperiode erreicht sobald wir die Wintertransferphase erreicht haben hier, werde ich dann einen Cut setzen und kurz was trinken und dann geht es sofort auch weiter, also, ja, so, komm, Alter, kommt 3-0 will ich hier sehen, 3-0 und Santos, nur durch Santos haben wir dann, ja, den 1-0-Sieg hier geholt, richtig nice, so muss auf jeden Fall weiterlaufen, hier kommen mehr 2, wurde leider nicht geschlachtet, sondern nur mit einem leichten 1-0 besiegt, sagen wir es mal so, ne, warte mal, ich schau mal weiter eure Kommentare hier. Na, schau mal weiter eure Kommentare hier an. Also könnt immer pro Folge halt immer irgendwelche Fragen an mich stellen, irgendwelche Serienvorschläge oder was auch immer, Jungs. Immer solche Themenvorschläge, die ich halt ansprechen kann. Irgendwelche Fragen, die ihr an mich habt, was ich mag, was ich nicht mag oder so. Ja, stimmt, für die nächste Session to Glory Folge. Irgendwelche Fragen an, ja, in die Kommentare bitte. Irgendwelche Fragen, keine Ahnung, was magst du mehr? Wen magst du mehr? Zum Beispiel Neymar, Messi. Irgendwelche geilen Fragen einfach. Irgendwie zum Beispiel, wen magst du mehr oder was? Was hältst du von Politik? Allgemein Fragen. Einfach nur Fragen dann. Und die pick ich alle raus dann. Ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendwie 1000 Kommentare kommen. Aber ich tippe mal so bestimmt 50, 100 Kommentare. Müssen daraus entstehen hoffentlich, Jungs. Ihr wisst Bescheid. 100 Kommentare erwarte ich. Aber jetzt nicht so Vollspam, sondern halt wirklich normale Fragen bitte in die Kommentare. Also, die ich halt dann für die nächste Folge beziehungsweise, ja, für die nächste Folge halt dann beantworten werde. Finde ich eigentlich immer so nice. Irgendwelche Fragen irgendwie zu stellen, finde ich immer nice. Alter! 3-0 Freiburg jetzt zerschlachtet. Also, stimmt. Mit Freiburg kommt ja auch demnächst hier eine Simulationskarriere, beziehungsweise, ja, das wissen eigentlich schon alle, weil Simulator Shit, wir wurden ja mit Bayern gekündigt, kann man ja sagen, ne, wir wurden ja gekündigt, da, ja, richtig nice auf jeden Fall, Simulator Shit, hat mir mega Spaß gemacht und Tielemans fällt für 2 Monate aus, leck doch mein linkes Ei, Alter, Innenbandverletzung, ja, das ist natürlich jetzt richtig nice und hier spielen wir auch noch gegen den Bayern, Alter. Jungs, das gibt's doch nicht, Mann. Warum gegen FC Bayern, bitteschön? Ich gucke hier gerade nach. Irgendwelche Fragen noch hier, ich weiß es nicht. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Komm, komm, komm. 1-0 will ich sehen. 1-0. Starke im Tor. What? Das stimmt. Neuer wurde ja verkauft und die haben nur noch Ulreich eigentlich. Ich glaube, Ulreich wäre eigentlich noch besser als Starke. Man weiß es nicht, ne? Man weiß nicht. Oh, Santos macht. Ey, wieder das 1-0. Ist ja komplett krank, der Typ, ne? Hat locker schon 2 Tore geschossen für uns, mindestens.
kranker Typ, komm, Alter. 2-0 muss auch noch her. 2-0 durch Wood. Und wir zerschlachten Bayern, kann man sagen, Alter. Aber da, ja, okay, die hatten auch nicht Manuel Neuer im Tor. Aber trotzdem, Alter. Gegen Bayern 2-0 gewonnen. Das muss man natürlich auch erstmal realisieren als, ja, als Hamburger Sportvereintrainer, ne? Kann man so sagen. Wir haben bisher, glaube ich, nur eine Niederlage geholt. Und das war gegen Leverkusen. Das läuft an sich ziemlich nice. Nur Gladbach ist halt vor uns. Also ich sehe auf jeden Fall eine rosige Zukunft. Ja, vielleicht auch ein rosiges Jahr, aber ich glaube, wir werden am Ende eh alles verkacken und werden dann am Ende Zehnter oder so locker, Alter. Ich hoffe nicht, aber es wird höchstwahrscheinlich so sein, was natürlich schade wäre und so. Und ja, da schauen wir mal weiter. So, also hätte ich eigentlich Bock auf ein GTA 5 Online-Let's Play, mal wieder, ist ja schon seit einer Woche oder so nicht gekommen, glaube ich. Und wir sind ja auch schon über 4.100 Abonnenten. Ich wollte mich nochmal dafür bedanken. Je nach einem Jahr sind 4.000 Abonnenten dazugekommen einfach. Hätte ich wirklich nie erwartet, irgendwie 4.000 Abonnenten oder so. Nach 100 Abonnenten bin ich so ausgeflippt. Da müsst ihr euch mal vorstellen, nach 100 Abonnenten. Und jetzt, Alter, müsst ihr euch mal vorstellen, wir sind das 40-fache davon jetzt. Oder 41-fache, kann man sagen. Wir sind ja schon 4.100. Das 41-fache davon, wovon ich immer geträumt habe. Ja, von 100 Abonnenten halt. Und das ist einfach eine kranke Sache. Ich habe früher, Alter, für 100 Abonnenten 2 Monate gebraucht. Ne? Für die ersten 100 Abonnenten habe ich 2 Monate gebraucht, ne? War so eine heftige Zeit einfach auch früher. Lief ja jeden Tag noch GTA 5 Online auf dem Channel. FIFA war noch nicht ausgeprägt auf dem Channel und alles, aber ich glaube auch, die anderen Spieler werden alle wieder zurückkommen halt. Call of Duty halt im November wieder, wenn der neue Teil wieder da ist, glaube ich, wird dann wieder Call of Duty auf dem Channel kommen. Lief ja auch früher, Call of Duty Black Ops 3 war noch auf dem Channel hier. Und ja, müssen wir mal schauen hier wieder. Weil, was wollte ich nochmal sagen hier? Ja, Pro Evolution Soccer, ich weiß nicht, ob ich das mal spielen soll, weil ich habe ja gesagt, dass ich auf jeden Fall, glaube ich, Let's Play werde in, ja, den nächsten Teil Pro Evolution Soccer 2017. Ich muss mal schauen, hättet ihr Bock drauf oder nicht? Also GTA 5 Online müsste auf jeden Fall bald wieder ein Let's Play dazu kommen, vielleicht Montag oder so. Und ich wollte mal sagen, Dienstag müsste eine Pause kommen auf dem Channel, immer Dienstag und Donnerstags kommen keine Videos auf dem Channel. Sagen wir es jetzt erstmal so, weil ich brauche auf jeden Fall auch mal Pause in der Woche, also zwei Tage so Pause. Vor allem, ich habe ja... Ey, ihr müsst euch mal vorstellen, ne? Ey, richtig Minusaktion, ne? Vom Lehrer. Richtige Minusaktion. Wann war das? Warte mal, heute ist Samstag, ne? Das müsste Donnerstag gewesen sein. Donnerstag hatten wir eigentlich 8 Stunden Schule bis 16 Uhr. 16 Uhr, müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Auf einmal, unser Lehrer meinte zu irgendeinem Schüler, also nicht zu mir, ich weiß davon nichts. Also ich habe davon erst später gehört irgendwie, also der meinte zu irgendeinem Schüler angeblich. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Ich werde sagen erstmal angeblich so. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Der meinte irgendwie, also unser Lehrer meinte halt zum Schüler irgendwie, sagen wir erstmal Herr Müller, also Herr Müller meinte zu einem Schüler aus meiner Klasse irgendwie, dass wir frei hätten halt nach der 4. Stunde, angeblich, ne? Nach der 4. Stunde. Wir haben uns alle so richtig gefreut. Eigentlich hatten wir bis 16 Uhr Schule, wir hatten schon um 12 Uhr Schluss, also richtig nice, schon um 12 Uhr eigentlich Schluss. Und dann müsst ihr euch einfach mal vorstellen, ne? Also ich musste erstmal sowieso hier 40 oder 45 Minuten länger bleiben, weil ich so... so ein Spielraum aufmachen muss ich für die 5. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse und so weiter. Ihr wisst ja, also, kennt ihr das eigentlich ja alles hier, für die 5., 6., 7., 8., 9., 10. und so weiter, muss ich sowas aufmachen alles hier, müsst ihr euch einfach mal reinziehen, ne? Für die kleineren Klassen, sagen wir es mal so, für die kleineren Klassen einfach so einen Raum aufmachen, wo die halt spielen können, irgendwie sowas, keine Ahnung, Billard, ja okay, waren sowieso eigentlich nur die Großen drin, kann man so sagen, aber halt, ich musste dafür 40, 45 Minuten lang blechen. Ja, okay, nicht blechen, aber ich musste halt da einfach drin bleiben, obwohl nicht mal einer reinkommt, nicht mal einer, ne? Wir waren so unter uns Jungs hier irgendwie, ne? Waren so halt meine Jungs da irgendwie, die sind auch irgendwie 40, 45 Minuten lang geblieben. Wir waren nur zu dritt, zu viert, keiner ist irgendwie reingekommen. In dieser Pause ist keiner reingekommen, ich weiß nicht warum, aber genau wo wir 40 Minuten länger machen mussten, ist einfach keiner reingekommen, Alter. Das war auch so eine Minusaktion, aber... wir sind dann zum Sekretariat gegangen, wir müssen dann den Schlüssel wieder abgeben, immer, wir müssen dann den Raum auf- und zuschließen, wir müssen das wieder zurückgeben, zum Lehrer sozusagen. Und dann habe ich so zum Kollegen gesagt, wetten, das stimmt irgendwas nicht, wetten, wir haben heute gar nicht nach der 4. Schluss, wetten, also habe ich so zum Kollegen so gesagt, irgendwas stimmt da nicht, wir können nicht nach der 4. haben, das stimmt irgendwie nicht, weil wir haben ja so einen Vertretungsplan auch noch in der Schule, irgendwie da steht, aber da sind auch manchmal immer Fehler drin, aber da stand einfach, dass wir nach der 5. eigentlich haben und nicht nach der 4. Alle sind nach Hause gegangen, wir sind ja erst natürlich 12.45 Uhr nach Hause gegangen. Und ich sag noch zu meinen Kollegen, wir werden sowieso Konsequenzen irgendwie tragen davon, locker, Konsequenzen werden kommen, habe ich so zu ihm gesagt, wir werden irgendwie welche Probleme mit dem Lehrer oder so kriegen, wir werden locker irgendwie, keine Ahnung, nachsitzen müssen oder so. Dann nächsten Tag am Freitag, müsst ihr euch mal vorstellen, unsere Biolehrerin ist einfach zu unserer Klasse reingekommen, irgendwie meinte, Dienstag,
nachsitzen bis 16 Uhr und Dienstag haben wir eigentlich nur bis 2 Uhr Schule und dann meinte sie Dienstag nachsitzen. Ich denke mir so, alles klar, Alter, will sie mich verarschen? Mein Kollege, sprich mich nochmal drauf an, richtig kranke Sache, der spricht mich noch drauf an, ey, du hast es gestern gesagt, sagt er erstmal so zu mir, naja, ey, ich bin so ausgeflippt erstmal, das war so eine scheiß Sache, muss man sagen, so eine scheiß Aktion auch noch, ne, ich hab's auch noch gesagt, ne, einen Tag davor, irgendwie, wir werden Konsequenzen irgendwie dafür tragen und unser Lehrer war ja krank, unser Lehrer ist ja nach der vierten halt nach Hause gegangen halt am Donnerstag, deswegen hatten wir auch frei eigentlich, weil eigentlich hätten wir unseren Lehrer halt noch in der 7., 8. Stunde, unsere Biolehrerin hätten wir eigentlich in der 5. und 6. Stunde. Und ja, und jetzt müssen wir halt Dienstag nachsitzen. Ich bin mal gespannt, was unser Klassenlehrer dann dazu sagt am Montag oder so, weil er ist ja noch krank. Und wir haben alle gesagt, dass unser Klassenlehrer das meinte, dass wir halt Schluss haben nach der vierten. Und jetzt bin ich mal gespannt, was unser Klassenlehrer dazu sagt. Weil das meinte irgendwie, glaube ich, zwei Leute oder so. Bin mal gespannt, ob da unser Klassenlehrer dann angelogen hat oder halt, oder ob die Schüler uns angelogen haben irgendwie. Werden wir mal sehen irgendwie, keine Ahnung. Das kann natürlich alles beide sein irgendwie. So eine Minusaktion, einfach Dienstag bis 16 Uhr. Dienstag muss ich sowieso keine Videos bringen, das ist schon mal gut, Alter. Das ist schon mal, ja, was Gutes für den Tag, aber, ja. Was heißt was Gutes für den Tag? Also für euch nicht so gut, aber dafür kann ich mich erholen. Aber hab bis 16 Uhr Schule, Mann. Dreimal die Woche bis 16 Uhr, ihr wisst Bescheid, Alter. So eine Scheiße, Mann. Einfach mal Storys zu erzählen, finde ich eigentlich auch immer nice. So einfach mal Storys erzählen. Ich trinke mal jetzt mal hier was, brauche ich keine Pause später machen, Jungs. So. So, ich tippe mal auf einen 2-0 Sieg. Wir zerfetzen die Kölner jetzt hier, komm. Die Karnevaltruppe hier, die Karnevaltruppe. Alles Hampelmänner, nein, Spaß, Alter. Rotenheim ist auch hier Ex-HSV-Spieler, muss man sagen. Ne? Muss man einfach mal so nebenbei erwähnen. Okay, Wood macht das 1-0 irgendwie gewinnen. 1-0, nice. Aber ich glaube, wir sind momentan auf dem 7. Platz oder so. Schätze ich mal so ein, ne? Hab gar nicht so richtig drauf geschaut. Oh, perfekt eingeschätzt, hier 7. Platz. Aber wir waren eben noch 12. Ne? Vor 2 Spieltagen. Isaac erreicht gleich die 70er Gesamtbewertung hoffentlich. Isaac, Jungs. Macht keinen Scheiß. Jockey Calabria erreicht ja die 72er Gesamtbewertung. Isaac auf dem Weg zur 70er Gesamtbewertung. Also, ja, eine Saison hier durchzuspielen wird wirklich anstrengend, merke ich gerade. Das wird bestimmt mega anstrengend für mich. Also, ich mache mal so halt jedes halbe Jahr dann nur so eine kurze Pause für mich selber, weil es ist wirklich mega anstrengend, hier irgendwie eine Stunde lang durchzureden, müsst ihr euch einfach mal so vorstellen. Also, macht das einfach mal. Nimmt mal ein Video für über eine Stunde auf. Habe ich bisher, glaube ich, das vierte Mal jetzt. Das müsste das vierte Mal sein, dass ich sowas gemacht habe hier. Ist wirklich keine leichte Sache. Unter den 400 Videos halt 4 1-Stunden-Specials. Also finde ich eigentlich extrem nice, sowas einfach mal zu machen. Das letzte kam ja auch schon das letzte Jahr ein Monat alt, glaube ich. Da kam, glaube ich, am Februar, so Anfang Februar, Mitte Februar kam ja schon das letzte 1-Stunden-Special. Müssen wir auf jeden Fall jetzt, ja, einmal die Woche so bringen eigentlich. Also, habe ich ja gesagt, wären sozusagen eigentlich, ja, 3 Folgen von der Olympic Lyon Simulationskarriere oder halt von der FC Bayern Simulator Shit-Karriere. Also, wären 3 Folgen davon ungefähr oder vielleicht sogar noch mehr, 4-5 Folgen. Kommt natürlich darauf an, wie lange das Let's Play so gehen wird. An sich würde ich jetzt eigentlich nur so eine Stunde halten und nicht länger. An sich nicht so anderthalb Stunden oder 2 Stunden, weil eine Stunde ist einfach perfekt, finde ich. Also eine Saison, eine Stunde wäre eigentlich optimal. Wir haben jetzt für 3 Monate, glaube ich, halbe Stunde gebraucht. Ne? Eine halbe Stunde hier. Wir müssen mal ein bisschen hier durchziehen, Jungs, weil es dauert einfach viel zu lange hier. Wir sind momentan mega langsam einfach. Ne? Wir labern einfach hier zu viel, Mann. Wir labern einfach viel zu viel. Aber das muss auch her, finde ich. Wir müssen einfach mal durchlabern hier. Einfach mal ein paar Real-Life-Stories erzählen. Irgendwie sowas, Alter. Muss einfach mal her. Also stimmt, schreibt mal. Ja, das interessiert mich auch sehr, wie viele von euch Alkohol oder so trinken. Also ihr müsst natürlich nicht euer Alter oder so eingeben, aber ich weiß auf jeden Fall schon, dass die meisten schon mit, keine Ahnung, oder mit 11 oder so. Okay, mit 11 vielleicht nicht. Schätzt mal so ein, die meisten beginnen so mit 14 Alkohol zu trinken. Mit 14, 13 sogar schon heutzutage. Also das ist eine richtig traurige Jugend. Aber es war, glaube ich, auch schon immer so, irgendwie, dass die meisten so mit 13, 14 angefangen haben. Aber es wird natürlich immer mehr und so. War es natürlich mir mega... Ja, was heißt wehtut, also ist ja jeden seine Sache mit Alkohol. Ne? Ich persönlich habe mir selber und meiner Mutter und jeden versprochen, dass ich nie im Leben Alkohol trinken werde. Nie im Leben, habe ich mir versprochen selber. Ne? Ich bin auch religiös und alles. Mein Onkel ist auch hier alkoholkrank noch. Der ist, glaube ich, auch schon, der müsste, wie alt ist der? Mein Onkel ist, wie alt ist er denn eigentlich? Warte mal. Ich glaube ungefähr 70, 60, aber ich sehe den auch nur, ja, vielleicht jede 5 Jahre oder so, weil ich komme ja aus Brasilien, sage ich mal so, also ich komme ja aus Brasilien wirklich, ich bin da, ich war zuletzt vor 7 Jahren in Brasilien, dieses Jahr fliege ich entweder dahin oder nächstes Jahr wieder, ich habe meine Familie einfach 7 Jahre nicht gesehen, ja, ab und zu fliege ich mal zur Schweiz oder so, meine Familie in der Schweiz, habe ich auch so meine Tante und so, meine Cousinen. Auch richtig süß einfach. Die habe ich auch vor 2 Jahren zum letzten Mal gesehen. Ich glaube, die sind auch erst 3-4 Jahre alt. Irgendwie richtig süß auf jeden Fall, Alter. Muss ja auch mal wieder her mit der Familie Zeit verbringen wieder. Also mit der gesamten Familie, Alter. Das war so eine kranke...
Zeit einfach früher in Brasilien, müsst ihr euch mal vorstellen. Ich bin ja auch nicht in Deutschland geboren, sagen wir es mal so. Ich bin ja in Brasilien geboren, ne? Kann ich euch mal, kann ich euch einfach auch mal dazu was erzählen hier. Das war einfach so eine heftige Zeit. Brasilien ist ja, ja, wo ich herkomme, ist jetzt auch nicht die reichste Stadt eigentlich, ne? Wo ich hergekommen bin oder wo ich herkomme eigentlich, auch wo ich geboren wurde da. Weil da, ja, an sich, da sind eigentlich jeden Tag Schüsse oder da sind eigentlich jeden Tag, da hört man eigentlich fast jeden Tag da Schüsse an sich. Meine Oma meinte irgendwie, dass es wird immer weniger. Was heißt, es wird immer weniger, aber war nicht so wie früher irgendwie. Also muss ich mich mal fragen heute, irgendwie rufe ich sie mal wieder an. Und ja, ich hab auch immer so eine Zeit, wo ich meine Oma jeden Tag anrufe, manchmal nur einmal im Monat oder so. Was eigentlich nicht so gut ist, einmal im Monat seine Oma anzurufen, finde ich, weil die ist auch schon 75, 70 Jahre alt. Das ist halt auch das Ding. Und ich hab mal so eine Zeit gehabt, wo ich sie jeden Tag angerufen habe. Ich habe auch manche Zeiten, wo ich sie nur einmal im Monat anrufe oder halt jedes halbe Jahr, Alter. Das wird wirklich nicht so gut, finde ich. Deswegen an sich will ich eigentlich am besten immer mit ihr jeden Tag telefonieren, am besten. Auch wenn ich mit ihr telefoniere, ne? Müsst ihr euch einfach mal vorstellen, immer 2-3 Stunden, Alter. Immer 2-3 Stunden. Einmal so eine 2-3 Stunden Session, Alter. Richtig nice, aber es macht mir auch mega Spaß. Wir reden immer über alles eigentlich, über Religion, über Schule, alles, über keine Ahnung was, halt, über alles, über Freunde und so. Und ja, sie ist auch sehr religiös, deswegen kommt ja auch mein Glaube davon, von meiner Oma eigentlich am heftigsten, weil sie erklärt mir alles irgendwie, was in Zukunft so kommt, was da steht, alles in den heiligen Schriften, kann man so sagen. Und ja, ich glaube, die meisten in Deutschland sind sowieso nicht gläubig, ist ja halt so, ne? Aber ich wollte euch einfach mal davon erzählen, dass ich gläubig bin und sowas. Ja, ich will euch jetzt nicht dazu aufzwingen, irgendwie gläubig zu werden oder so, Jungs, nicht, dass ihr das jetzt denkt, ja, aber... Wollte nur mal so gesagt haben, irgendwie, also trinkt am besten nie in euer Leben Alkohol, auch wenn es ein bisschen ist oder so, hört einfach auf, weil man kann wirklich davon süchtig werden und da sind auch viele deswegen alkoholkrank oder halt gestorben sogar davon einfach. Weil jeden Tag sterben, nee, jeden Tag sage ich schon, Alter, jedes Jahr in Deutschland sterben ja 70.000 davon, ne, durch Alkohol. Ja, durch Alkohol halt, durch Alkoholeinfluss irgendwie, durch Autounfälle oder so, glaube ich, oder halt allgemein durch Alkohol. Es gibt ja auch viele Autounfälle durch Alkohol, ne, muss man auch so gesagt haben, ist natürlich auch nicht so nice. Deswegen werde ich auch nie im Leben Alkohol trinken, rauchen oder was auch immer, kiffen, alles mögliche, was viele schon in dem Alter von 14, 13, 15, 16, ja, 16 sowieso, aber halt 13, 14 Jahren machen ja sowieso die meisten, da fangen die damit an irgendwie, weil die denken, die werden cool damit oder keine Ahnung was, oder die meisten, habe ich gehört, haben zu viel Stress oder so, aber ich habe auch mal ein paar Leute angeschrieben, die halt süchtig nach Zigaretten und so sind. Die meinten irgendwie, man kann nicht so leicht damit aufhören und so. Die würden aber gerne damit aufhören. Also ich würde denen helfen, aber irgendwie. Die meinten auch, die wollen gerne geholfen werden, aber ich habe einfach zu wenig Zeit dafür. Aber ich glaube, ich werde sowas wirklich mal machen. Irgendwie einfach mal einen Kollegen irgendwie helfen, damit er einfach mal mit dem Rauchen aufhört, weil das sowas ist einfach. Ja, das bringt einfach keinen weiter zu rauchen. Also würde ich an allen 14 oder keine Ahnung, 13 möchte gerne Raucher mal sagen, so. Hört einfach auf damit, wirklich ohne Mist, Alter. Ich will jetzt euch nichts, ja, Böses irgendwie tun, eure Eltern oder irgendwas sein, aber ihr wisst genau, in der Zukunft werdet ihr sowieso das bereuen. Also hört einfach auf mit dem Rauch, wirklich ohne Mist, Alter. Es hat keinen weiter geraucht. Was ist mit mir los hier? Es hat keinen weiter gebracht, sagen wir es mal so hier. Da seht ihr schon, nach einer halben Stunde hier kann ich kaum reden, Alter. Deswegen brauche ich gleich eine Pause, auf jeden Fall. Ja, die Hälfte der Saison haben wir schon fast durch. Wir sind ja schon gleich im Januar hier, deswegen trinke ich jetzt mal darauf ein hier, so. Gleich Pokalspiel gegen Würzburger Kickers. Ihr wisst bestimmt, gegen Würzburger Kickers. Erstmal Augsburg hier wegwichsen, oder? Was meint ihr? Wegwichsen, ihr wisst Bescheid hier. So, ich tippe mal noch ein 2-0. Ein ganz gediegenes, leichtsinniges 2-0. 3-1. Okay, ist ja fast ein 2-0, kann man sagen, ne? Kann man an sich theoretisch so sagen. Also, falls euch das wirklich gefallen sollte, hier dieses Projekt, vergesst auf jeden Fall nicht, Fragen für die nächste Folge dann in die Kommentare zu schreiben, irgendwelche Fragen oder so, oder wie man das halt verbessern kann, irgendwie Session to Glory, ob ich halt zum Beispiel nicht durchreden soll, sondern halt, keine Ahnung, wie mehr die Videos halt schneiden soll oder was auch immer hier, weil die meisten FIFA-YouTuber, die Karrieremodus-YouTuber, schneiden ja meistens die Videos richtig, also ich weiß nicht, was ihr besser findet, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, einige, ich würde so sagen, auf meinem Channel finden, glaube ich, die meistens besser irgendwie, die Videos halt nicht zu schneiden, aber es gibt natürlich auch viele, die das ja so sehen wollen, dass sie halt geschnitten sind halt, dass ich zum Beispiel jetzt hier das Spiel halt, ja, warte mal, ich zeig's euch mal, so überspringe zum Beispiel jetzt so 2-1 Niederlage, auf einmal sind wir jetzt schon im nächsten Spiel zum Beispiel gegen Dortmund, sofort, und nicht das jetzt, dass ihr das alles seht hier, sondern ob ihr das halt alles halt geschnitten haben wollt, könnt ihr mal alles in die Kommentare schreiben hier, weil sofern, wir werden ja schon im nächsten Spiel an sich gegen Mainz, ne, also jetzt muss ich erstmal simulieren und alles hier, wenn ihr das ungeschnitten sehen wollt, aber beim 1-Stunden-Special, ne, jede Woche Samstag, ne, es ist wirklich schwer, sowas richtig zu schneiden und so, muss ich wirklich zugeben, aber so eine Olympic Lyon, Simulationskarriere oder so, wäre auf jeden Fall leichter, aber halt so ein 1-Stunden-Video zu schneiden, dafür bräuchte ich locker auch eine Stunde, das wirklich zu schneiden oder so, oder eine halbe Stunde halt, aber für euch mache ich das natürlich gerne, Freunde, wisst ihr Bescheid, für euch mache ich das natürlich gerne, wir sind ja schon 4.000 Abonnenten, über 4.000 hier,
die Klicks laufen auch wieder, das ist auch richtig krass. Ich hatte auch mal natürlich eine Zeit, wo es nicht so gelaufen hat, kann man sagen, wo das richtig gut war und so, hatte ich auch so eine schlechte Zeit, das war jetzt eigentlich so Januar, Februar. Februar war auch nicht so gut, muss man sagen, aber jetzt läuft es irgendwie wieder, dank euch, dank der Community hier, ihr supportet mich richtig heftig wieder, die Spieler-Update-Videos kommen bei euch richtig gut an, heute müsste auf jeden Fall ein Video mit Isaac kommen, eigentlich müsste es ja vorher mal kommen, ne? Isaac erstmal um 10 Uhr und dann um 11 Uhr das große 1-Stunden-Special, habe ich aber leider nicht geschafft, weil mit Isaac muss ich auf jeden Fall das noch aufnehmen und alles, das dauert auch noch ein bisschen, hier muss ich wirklich zugeben. Und ich bin auch erst im Jahr 2018 mit Isaac, also noch 2 Jahre habe ich noch vor mir. Also 40 Minuten muss ich noch irgendwie simulieren mit Isaac hier, weil ich ja jede Trainingseinheit mache. Also 40 Minuten muss ich auf jeden Fall noch irgendwie, oder eine Stunde, sagen wir mal so, muss ich noch irgendwie simulieren mit dem Isaac. Und dann, ja, noch eine, würde ich mal so sagen, 30 Minuten mit aufnehmen und schneiden. Insgesamt so eine halbe Stunde brauche ich alle, ja, kann man so sagen, eine halbe Stunde dafür. Und dann müsste das Video, also das Video müsste an sich um, wann, sage ich mal so jetzt, um 12 Uhr online kommen, sagen wir es mal so, um 12 Uhr, 11 Uhr schaffe ich leider auch nicht hier, weil wir haben gleich schon 10 Uhr, sehe ich gerade, 9 Uhr 48 ist es gerade hier und bisher haben wir 40 Minuten knapp aufgenommen, richtig nice auf jeden Fall, ich würde eigentlich Punkt 9 Uhr eigentlich anfangen, 10 Uhr damit fertig sein und halt bis 11 Uhr das Video halt schneiden, beziehungsweise dann um 11 Uhr hochladen und um 12 Uhr sollte es dann online kommen, hochladen ist das andere als online kommen, ne, sag ich mal so, also es gibt ja öffentlich, privat, und nicht gelistet, glaube ich, ne? Und öffentlich ist halt, wenn das alles sehen, privat, wenn ich das nur für mich sehe. Und hochladen ist es halt, wenn man das Video auf YouTube hochlädt. Aber das ist halt noch nicht online. Online ist ja öffentlich, Freunde. Also hochladen und öffentlich ist was ganz anderes hier. Und gleich machen wir mal einen kurzen Cut hier, Alter. Da brauche ich auch mal eine kurze Pause. Ihr wisst Bescheid, ja. Das Video kommt heute leider erst um 12 Uhr. Tut mir leid, Alter. Weil es eigentlich schon um 10 Uhr online bringen. Das ist halt das Problem hier, Mann. Das tut mir mega leid für alle hier. Und ja, Achtung, sie könnten ein paar Spieler verlieren. Warte mal. Yong Lee oder wie er heißt hier, sagen wir mal 10.300, künftiger Stammspieler, Giroud, 65.000, wichtiger Stammspieler, wisst ihr Bescheid, Melgi Mikel hier, 15.400, künftiger Stammspieler, Götz, der Götz Mütz hier, bla bla bla, sporadischer Spieler, René Adler, machen wir auch nochmal hier 50.000, ihr wisst Bescheid hier. Auch Czolek oder wie der heißt, machen wir mal 45.000 und wichtiger Stammspieler. Ja, so ist es eigentlich auch. Oha, Alter, wie viele Spieler, ne? Oha, Alter, da läuft ja einiges aus nächstes Jahr, ne? Nächstes Jahr läuft auf jeden Fall einiges aus, oder übernächstes Jahr, kann man sagen. So, machen wir mal hier kurz den Regler verschieben. Verschieben wir kurz den Regler, würde ich sagen, hier, den Transferbudget. Regler oder den Schieber. Okay, reicht das eigentlich? Ja, glaub ja, oder? Die verdienen ja auch nicht so viel wie bei Bayern oder so, also bei München oder beim FC Bayern München. Sind ja auch nicht so viel wie da, kann man so sagen. Hier verdienen ja auf jeden Fall das 10-fache weniger, sagen wir es mal so, oder halt das, ja, die Hälfte der Bayern-Spieler, sagen wir es mal so. Eigentlich, die Bayern-Spieler verdienen ja immer so 100.000 pro Woche, mindestens immer einer davon. Also einer der Stammspieler ist auf jeden Fall an sich eigentlich mindestens 100 oder 120.000. Sie haben ja unter anderem Talente wie Renato Sanchez, Joshua Kimmich. Und ja, würde ich sagen, Freunde, das sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Ich mache mal kurz einen Cut hier im 1. Januar und dann machen wir gleich die nächste Hälfte des Videos bzw. der Saison. Simulieren wir mal gleich hier. Haut rein, bis, haut rein, sage ich schon, Alter, bis gleich. Da sind wir auch schon wieder in der Wintertransferphase. Jetzt geht's auf jeden Fall hier weiter, Jungs. Kurz eine Pause habe ich auf jeden Fall gebraucht. Ich habe ja ein bisschen angekündigt hier, beziehungsweise habe ja ein Ankündigungsvideo von 10 Sekunden, wo ich nicht mal gesprochen habe, aber einfach so ein Bild reingehauen habe, so ein Bild einfach nur, einfach mal angekündigt, dass um 12 Uhr das große 1-Stunden-Special-Video kommt, also die Session to Glory, jeden Samstag, ihr wisst Bescheid, nicht vergessen, aber ich weiß nicht, um wie viel Uhr die jeden Samstag, auf jeden Fall morgens 10 bis, ja, gegen morgens, sagen wir mal, von 9 bis 12 Uhr, sagen wir es mal so, ne? Ich muss es eigentlich immer freitags aufnehmen, aber ich nehme das ja gerade wirklich am Samstag auf. Was eigentlich ziemlich dumm ist, ne? Sagen wir es mal so, ist eine ziemlich dumme Aktion von mir, ich weiß es. Aber das Ding ist auch, Jungs, wir haben nur 900.000 Euro zur Verfügung, ne? Ja, okay, nicht ganz 900.000, aber wir können jetzt hier zum Beispiel kein Emre Mor dazu kaufen, ne? Wir müssen aber mindestens, finde ich persönlich, einen davon kaufen, aber ich weiß nicht wen. Ich würde sagen Isaac erstmal, ne? Für die erste Saison hier. Oder Isaac? Ja, ich würde sagen Isaac an sich eigentlich Isaac, aber... Ja, komm, wir holen uns Isaac hier, wir holen uns Isaac, Jungs, wir verkaufen den, beziehungsweise schicken ihn wieder zurück nach Dortmund und kaufen ihn dann, also an sich müsste das gehen, ne, nicht, dass das jetzt nicht geht irgendwie, das wäre jetzt natürlich eine Minusaktion. Ja, okay, geht hier perfekt, Verkauf hier, warte mal, ne, oder, geht nicht, was, der Spieler ist, oh, bitte nicht, Alter, bitte nicht, macht nicht diesen, bitte, Alter, Dortmund, mach nicht diesen jetzt hier, der muss kommen, der Junge hier, Isaac wäre auf jeden Fall ein richtig nicer Transfer hier, einen guten, talentierten Spieler. Und dann schauen wir mal weiter, also 2-3 Millionen müsste auf jeden Fall safe drin sein für den Isaac. Oder vielleicht wollen die auch noch mehr, weil er auch ziemlich jung ist, noch 16 Jahre alt müsste er, glaube ich, sein. Oder 17 jetzt schon, weiß ich jetzt nicht.
aber auf jeden Fall mindestens 16 Jahre alt. Und ja, ich bin mal gespannt, ey, bitte, bitte nicht, dass er es jetzt ablehnt, weil da stand ja irgendwie noch, dass er neu dazugekommen ist, aber eigentlich müsste das in der Wintertransferphase immer gehen und jetzt, oh, abgelehnt, nein, es geht einfach nicht, what? Ich glaube es nicht, warum geht das denn nicht? Das ist ja scheiße, Alter, das gefällt mir, jetzt müssen wir wieder ausleihen, ne, aber jetzt nur Kurzleihe eigentlich, aber egal, wir machen ein Jahr hier. Mann, ich dachte, das geht, Alter, das ist ja scheiße jetzt, das ist wirklich scheiße, wortwörtlich, aber ich glaube, der will, nein. Ja, okay, Adler wechselt jetzt den Verein zu Rostov oder wie heißt. Nein, das gibt's doch nicht, ey. Ja, jetzt verlassen irgendwie alle die Mannschaft. Das gibt's doch nicht, Jungs, Mann. Ablösefrei, ne? Das ist ja wegen seinem Vertrag ausläuft. Deswegen wollte er auch nicht verlängern, glaube ich. Aber wir haben sowieso Martinia dann für die nächste Saison. Das ist ja nicht optimal. Lasogga, 15 Millionen hier. Wenn wir Lasogga verkaufen hier, haben wir sowieso dann Isak ein. Eigentlich, ne? Ich hoffe, der kommt wieder zurück, der Junge, Alter. Der Junge muss auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ich hoffe es zumindest. Weil er muss zurückkommen. Wir brauchen den Typen eigentlich für die nächste Saison. Ja, okay, der kommt wieder zurück. Haben ein bisschen Verlust gemacht, aber was willst du auch machen hier? Wir müssen die alle erst in der nächsten Saison holen. Ey, fuck, wir können nicht alle holen. Calabria, Locatelli. Wir haben ja Thielemans fest verpflichtet. Thielemans, und wen haben wir noch fest verpflichtet? Ich glaube, Romagnoli, ne? Romagnoli und Thielemans waren das, glaube ich. Ja, Isak können wir jetzt wieder trainieren. So, mal Chancenerarbeitung halt durchsetzen. Das ist eigentlich optimal für den Stürmer immer. Wie oft hat er sich eigentlich schon entwickelt? 5 Mal, schätze ich mal so, ne? Ich glaube, 3, 4, 5 Mal ungefähr, sagen wir es mal so, ne? Ich glaube, ja. Und entwickelt sich jemand? Nein, Martinia hat sowieso bald die 80er Gesamtbewertung. Also, er wird locker hier den René Adler ersetzen können. Das wird auf jeden Fall safe sein. Also, ich sehe auf jeden Fall eine rosige Zukunft hier. Habe ich ja schon öfters erwähnt, aber ich glaube, wir werden wirklich in den nächsten Jahren auf jeden Fall mindestens einmal Meister werden. Also, ich denke mal so, in den nächsten 3 Jahren mindestens einmal Meister müssen wir schon geworden sein in den nächsten 3 Jahren. Glaube ich zumindest. Ob es passieren wird, weiß man natürlich nie, aber ich glaube es, Alter. Man muss diesen Glauben auf jeden Fall haben und ich glaube, das werden wir schaffen, Jungs. Das werden wir schon schaffen. Was meint ihr? Welches Jahr werden wir das erste Mal Meister? Schreibt es bitte jetzt in die Kommentare. Welches Jahr wird es sein? Wir werden auf jeden Fall Meister mit dem Hamburger Sportverein. Auf jeden Fall, Alter. Weil wenn wir jetzt schon nach der ersten Saison hier, nach einer halben Saison ungefähr, schon auf dem 5. Platz sind, dann sehe ich auf jeden Fall einiges noch in der Zukunft. Also, wir werden auf jeden Fall nochmal einen Triple oder so gewinnen. Und ja, auf jeden Fall sehe ich ja einiges. Und ja, Pressekonferenz, hier motivieren wir nochmal die Mannschaft gegen Wolfsburg. Wolfsburg muss auf jeden Fall hier locker weggewichst werden. War hier gerade Blajikowski, der Ex-Dortmund-Spieler, wirklich als... Oh mein Gott, nein, jetzt habe ich vergessen zu trainieren. Aber wir können ja nachher noch Samstag trainieren. Aber war gerade wirklich Blajikowski als Rechtsverteidiger aufgestellt? Ich glaube es nicht. Wir sehen es ja gleich hier. Wenn er wirklich als Rechtsverteidiger... Ich dachte schon gerade. Nee, das ist ja auf der Bank sogar. Aber er war gerade irgendwie auf der Rechtsverteidigerposition. Gomez macht das 1-0. Nein, Mann, die haben Entep, ne, den von Stade Rennes, der Franzose, glaube ich, dann müsste es sein, hier, der etwas Dunkelhäutige. Oh, bitte, Jungs, kommt, Alter, macht keinen Scheiß jetzt, macht nicht diesen, also Hashtag war, macht nicht diesen, wenn ihr jetzt bis fast zum Schluss geschaut habt, kann man sagen, okay, fast zum Schluss nicht, bestimmt kommt noch eine halbe Stunde auf uns, auf euch auch und auf mich noch zu, bestimmt, ist wahrscheinlich, weil wir haben jetzt momentan, gerade, glaube ich, die ersten 50 Minuten fast erreicht, oder haben wir die schon durch, kann natürlich auch sein. Und ja, Hamburger Sportverein auf dem 6. Platz. Jungs, macht keinen Scheiß, Alter. Gegen Wolfsburg 2-0 verloren, das gibt's doch nicht, Mann. Ich will einiges noch sehen von euch, ne? Wir haben noch eine ganze halbe Saison vor uns. Also wir haben erst die Hälfte durch und sind momentan auf dem 6. Platz. Also genau jetzt haben wir die Hälfte durch. 17 Spiele haben wir jetzt durchgespielt und das gibt's ja auch noch. Ja, es kommen halt noch 17 Spiele auf uns zu. Und die müssen auf jeden Fall alles wegwichsen irgendwie. Ich hoffe, das klappt, aber ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, alles irgendwie wegzuwichsen in den nächsten... In den nächsten Spielen, aber ja, ich weiß es nicht, Alter. Weil die erste Hälfte der Saison war wirklich nicht schlecht. Mal schauen, was auf uns noch zukommt hier. Isak hier wird auf jeden Fall auch noch ein richtig heftiger Spieler. Also das Spieler-Update-Video habe ich noch nicht fertig mit ihm, aber kommt ja auch heute um, sagen wir mal, 14 Uhr habe ich es, glaube ich, angekündigt. Ne? Ja, 14 Uhr müsste es kommen, eigentlich das Spieler-Update-Video. Ich glaube sogar, beide Videos werden zu spät kommen, Alter. Ich habe ja beide Videos gesagt, so in 2 Stunden Abständen. Ne? Das eine kommt um 12 Uhr, also das hier müsste um 12 Uhr online kommen, habe ich angesprochen. Und das andere um 14 Uhr. Wird sowieso eine Verspätung geben, wie immer. Also das kommt bestimmt 12.30 Uhr, das andere kommt bestimmt 14.30 Uhr, immer so, Alter, ihr wisst Bescheid hier. Und ja, Ingolstadt, komm, jetzt ist Zeit wegzuwichsen. Jetzt wird Zeit, alles wegzuwichsen, Jungs. Ich gucke mal auf jeden Fall die letzten Videos nochmal an hier. Eure Kommentare schaue ich mir nochmal an, kurz. Vor allem vom letzten, vom Ankündigungsvideo hier. Warte mal, sind da irgendwie noch ein paar Kommentare jetzt? Ist ja erst seit 10 Minuten oder so online. Nee, okay. Natürlich steht nur Erster und okay, in dem TSV okay. Und 1-1, Mann, Alter, hätte noch mehr gehen können. Warte mal, ich schaue mir das letzte Simulate-to-Shit-Let's-Play mal kurz an, ob ihr da irgendwelche Fragen an mich habt oder so. Mal schauen. Simulate-to-Shit mit RB Leipzig sehe ich hier gerade. Mit RB Leipzig
Wäre ich auch nicht schlecht, irgendwie RB Leipzig schlecht zu machen. Da würden, glaube ich, auch gerne viele sehen. Oder schreibt es mal in die Kommentare. Simulate to shit mit RB Leipzig hier. Oha, sogar 5, ja 5 Likes kann man sagen. Ne? SCG mit Freiburg weitermachen. Mama Simulate to shit mit RB Leipzig. Bla bla. Warte mal, muss man so Transferangebot mit Luis Holtby. Meine Rolle im Verein steht hier gerade. Ja, der Giroud will spielen. Ne? Und der Holtby, ja, warte mal. Mama, vielleicht können wir den verkaufen. Das wäre optimal, wenn wir den verkaufen könnten, Alter. Hyri Gaming, bring doch den Uncharted 4 Überlebensmodus, lohnt sich. Ja, Überlebensmodus wollte ich auch gerade hier sehen, sehe ich gerade. Uncharted 4, ja, war auch mal so eines der Lieblingsspiele auf dem Channel. Das, das perfekte Spiel für euch irgendwie, ne? Oh, oha, 20 Millionen bieten die für Romagnoli, krass. Nehmen wir aber direkt ab, der hat auch eine 80er Gesamtbewertung. Hat er sich von alleine zweimal entwickelt, kann das sein? Oder hatte der schon eine 80er? Weiß ich nicht, weiß wirklich gerade nicht, ja. Simulator Shit mit Braunschweig, bla bla bla. Ja, Eckler können wir verkaufen, ne? Komm, wir können die mitnehmen hier. Crystal Palace, haben wir ein bisschen Geld eingenommen. Ist auch nicht schlecht, kann man sagen. Und ja, haben wir ein bisschen Geld für die nächste Saison. Ist eigentlich auch eine ziemlich nice Aktion hier. Und ja, so, mal schauen, ob wir den jetzt verkaufen oder nicht. Ich weiß es nicht. Pressekonferenz. Motivieren wir mal hier den Hamburger Sportverein, unser Verein. Ne? So, Sommer zu Neapel für 31,5 Millionen. Korea zu Villarreal, wer ist der Typ denn da? Terroritsch zu Frankfurt oder wen auch immer, ja, zu Frankfurt, von der Anderlecht zu Frankfurt hier. Und ja, Spielerverkauf für 7,5 Millionen bzw. 9 Millionen. Oh, das sieht ziemlich gut aus. Ich glaube, wir werden wirklich, was, ich weiß nicht, da werden wir so Fünfter, ich glaube, am Ende werden wir Fünfter, vielleicht sogar Vierter, aber irgendwie mit Glück noch Vierter zu werden, wäre auf jeden Fall krank hier. Also ich hoffe, wir können das irgendwie schaffen, Alter. Das wäre optimal, Peter zu werden. Transfer to Glory kann man sich auch bei euch gut ansehen. Ich gerade hier 41 Likes, 3 Dislikes, über 1000 Aufrufe. Also auch richtig krank, einfach wie es momentan auf dem Channel läuft. Vielen Dank an auch. Ja, stimmt, Alter. Muss ich auch mal immer wieder eigentlich sagen. So, vielen Dank nochmal an alles hier für euren Support. Momentan ist einfach nur krank, muss man so gesagt haben. Und ja, stimmt, hier geht auch noch eine Frage. Fitness. Was hältst du von Aufpushmittel? Also, ach, Jungs, Aufpushmittel, ich meine jetzt bestimmt sowas wie Dings, ne, ich weiß schon, Alter, wie Anabolika oder so, Bole und so, ne, also nicht Eiweißshakes oder so, weil Eiweißshakes sind ja an sich eigentlich auch ganz gut für den Körper, sagen wir es mal so, Alter, wir liegen hier 3-1 hinten, aber so Anabolika oder Testo oder was auch immer, Alter, davon würde ich euch alle abraten, Alter. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen kann, irgendwie das zu nehmen. Ich weiß es einfach nicht. Na, wie kann man darauf kommen, irgendwie Testo zu nehmen, Anabolika zu nehmen oder was auch immer? Ich verstehe das einfach nicht, ja, in den Köpfen von den Menschen. Also vielleicht macht das süchtig oder so. Kann natürlich auch sein. Also Training an sich macht eigentlich auch mega süchtig. Aber ich war auch in den letzten Tagen irgendwie auch wenig trainieren, weil ich auch zum Beispiel jetzt hier das Video aufnehmen muss und schneiden muss und die Spieler-Update-Videos. Nur wegen den Spieler-Update-Videos habe ich momentan zu wenig Zeit, ins Training zu gehen. Zum Training zu gehen, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich das Training sehr vernachlässigt, sehr vernachlässigt für die Videos hier für euch, damit ich irgendwie fast jeden Tag 2 Videos bringen kann und hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert, außer halt am Donnerstag, glaube ich, oder? War das Donnerstag? Donnerstag kam, glaube ich, keine, nee, oder? Donnerstag oder Mittwoch kamen, glaube ich, keine 2 Videos, also irgendein Tag oder Dienstag kann auch gewesen sein. Da kam halt einen Tag mal die Woche keine 2 Videos, aber ja, ich habe ja nicht rumgeheult oder so, zum Glück, ne, zum Glück muss man so sagen. Und an sich kommt ja jeden Tag die Woche irgendwie 2 Videos, aber ich will das jetzt auf jeden Fall verhindern, weil ich muss ja auch wieder ins Training richtig einsteigen hier, weil ist meine Massephase auch vorbei, dann also bald werde ich auf jeden Fall auf Sixpack und so gehen, weil momentan habe ich so einen fetten Bauch und alles, ne, aber bald will ich auf jeden Fall mehr auf Bauch und so eingehen. Also ich habe mein Körper, also ich hatte noch nie so einen richtigen Sixpack, ne, also meisten sagen so, ja, ich habe einen Sixpack, einer auf den Sixpack, der ist nicht mal trainiert, die sind einfach nur dünn, ne, einfach nur dünn, ohne Training und so, die sind einfach nur dünn und das ist kein richtiger Sixpack. Das ist so, wenn Frauen irgendwie, wenn dicke Frauen dicke Titten haben, das ist genau das Gleiche hier, also große Titten, sagen wir es mal so. Palacios Martinez macht in der 90. Minute das 1-0 für RB Leipzig, leck mich doch am Arsch, Alter. Leck mich doch am Arsch, Alter. Also jetzt hier nichts gegen dicke Frauen, aber das war nur so gesagt, Freunde, Side-Fact einfach. Nichts gegen dicke Frauen, jetzt nicht, dass ihr denkt, dass ich was gegen dicke Frauen oder so habt. Ich habe nichts gegen Übergewichtige oder halt gegen, ja, halt Stockdünne, sagen wir es mal so. Außer, die sind irgendwie nicht krank oder so, weil das ist wirklich nicht so schlau, irgendwie einfach so zuzunehmen, ne? Einfach so jeden Tag Burger und so zu essen, aber kein Training oder so zu machen, sondern ja, wenn die eine Krankheit haben, ist es ja eigentlich nicht so, finde ich es nicht so schlimm, aber wenn die selbst dafür verantwortlich sind, ne, dann ist das wirklich, ja, das ist wirklich das Letzte, kann man sagen. Was heißt das Letzte? Also das zeugt von, ja, kann man so Charakterschwäche sagen? Nee, Disziplin oder so, kann man sagen. Disziplin oder so halt, weil das ist wirklich nicht gesund, auf jeden Fall. Ich esse ja auch ungesund, sagen wir es mal so, aber ich trainiere ja dafür auch noch, ne. Nebenbei trainiere ich auch noch nebenbei und das ist auch ziemlich gut, dass man
das wenigstens so macht, dass man trainiert, aber dafür auch mal manchmal ungesund ist. Aber das ist halt auch nur so eine Phase momentan. Ja, okay, das ist eine ziemlich lange Phase. Von Oktober bis März esse ich gerade nur ungesund, ne? Aber es wird sich dann am Anfang von April, glaube ich, auch ändern. Also werde ich auf jeden Fall versuchen zu ändern. So Ende März, Anfang April werde ich auf jeden Fall wieder gesund wie früher essen. Weil früher, wo ich gar kein Training oder so gemacht habe, ne? Wo ich gar kein Training oder so gemacht habe, ne? Vor einem Jahr, kann man so sagen. Ja, okay, vor knapp ein Jahr, weil ich habe ja im Februar, glaube ich, angefangen oder Januar, ich glaube Anfang Februar habe ich angefangen letztes Jahr das irgendwie und ja, und davor habe ich eigentlich viel gesünder gegessen als danach, kann man sagen, weil davor habe ich nur, ihr müsst euch vorstellen, ich habe Spaghetti mit Salat gegessen, ne? Spaghetti, aber natürlich auch ein bisschen Fleisch und so, aber Spaghetti mit Salat, Alter, ich bin so auf die Ernährung davor eingegangen, ich war immer so ein Typ, der sich gesund ernährt hat, kann man sagen. Davor habe ich gar keinen Cola eigentlich so getrunken. Vielleicht einmal oder zweimal im Jahr, weil ich habe auch Cola gar nicht gemocht oder so. Ich habe wirklich nur jeden Tag 2-3 Liter Wasser getrunken. Was hat sich jetzt geändert? Ich trinke jetzt irgendwie ungelogen jeden Tag mindestens so einen halben Liter Cola oder einen Liter Cola. Aber ich trinke natürlich trotzdem 2 Liter Wasser noch. Also insgesamt nehme ich 3 Liter zu mir zu. Aber Cola, kann man ja sagen, das ist nicht gesund. Und das nimmt natürlich dieses 2 Liter Wasser ziemlich weg, kann man sagen. Ne? Weil Cola zieht ja das Wasser vom Körper ab, aber Wasser fügt das natürlich hinzu, ist ja logisch, ne? Ist ja natürlich ganz logisch und ja, ich tippe auf ein 2-1 für Bayern, sagen wir es mal so. Ich wollte gerade für uns sagen, aber ich glaube eher nicht. Thielemanns verletzt sich sofort. Eieiei, Bayern wird uns sowas von wegwichsen, ne? Ja, ich sehe es, komm, Alter, komm, Robben macht das 1-0, ich heule hier gleich, Alter. Robben macht einfach das 1-0, kommt, Jungs, ich will das 1-1 jetzt sehen, aber es wird schwer, glaubt mir, Alter. Die haben jetzt Ulreich im Tor, nicht wie das letzte Spiel, wo die noch stark im Tor hatten und wir haben leider 1-0 gegen den FC Bayern verloren, aber was willst du auch machen? Dafür haben wir im Hinspiel 2-0 gewonnen. Ey, es wird nicht schwer, ja, das wird nicht leicht, meine ich. Ich wollte sagen, es wird nicht schwer, aber es wird nicht leicht, irgendwie noch einen Europa-League-Platz oder mindestens einen Europa-Platz irgendwie zu erreichen. Champions League habe ich von geträumt, aber ich glaube, das können wir uns jetzt absparen oder abschminken, sagen wir es mal so. Abschminken, so wie Frauen im Kosmetiksalon. Nein, Spaß, Alter. Ja, war auch mal ein schöner Reim hier, ne? Auf jeden Fall muss ich sagen, also Prison Break ist wirklich krank. Also die Serie macht wirklich sie macht süchtiger als das Crystal Meth von Heisenberg, Jungs. Ihr wisst Bescheid. Das reizt sich nicht, aber ich finde das einfach so geil, irgendwie sowas immer irgendwie zu sagen. Mir fällt manchmal, müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Manchmal so, keine Ahnung, so in solchen, ja, kein billig Situationen, wo ich zum Beispiel in der Bahn oder so bin oder keine Ahnung, wo ich halt mal durchs Haus irgendwie rumgehe oder durch die Wohnung, kann man so sagen, wo ich einfach mal so rumlaufe, einfach mal ein Video aufnehmen will und davor fällt mir irgend so ein richtig heftigen Reim ein, ne? So ein richtig heftigen, wirklich heftigen, Jungs. Das ist wirklich nicht normal, was für Reime mir einfallen. Die würden nicht mal Kollega oder so einfallen, weil das sind wirklich Reime, die heftig sind. Aber ich schreibe mir die nie auf und vergesse die irgendwie am nächsten Tag oder so. Aber das ist halt auch nur einmal die Woche so der Fall oder zweimal die Woche. Oder man kann auch sagen, einmal am Tag, ne? Einmal am Tag oder jede 2 Tage irgendwie fällt mir irgendwie so ein Reim auf. Reim auf wahrscheinlich. Oder Reim ein, auch wenn ich zum Beispiel so, auf Snapchat rumgehen, wenn Leute irgendwie, ja, diese, ihr wisst ja, diese von Sky Vodkas Flaschen irgendwie posten und so, fällt mir auch irgendwie so ein Diss ein gegen die, ja, das ist halt so, ne, das ist halt, das passiert einfach so, kann man einfach so sagen, habe ich irgendwie so einen Gedankenblitz wie Jimmy Neutron, Alter, kennt ihr noch Jimmy Neutron, war auch noch eine geile Zeit, der Typ, Alter, ah, Kindheit, ihr wisst Bescheid, Jimmy Neutron, läuft das überhaupt noch, schreibt's mal in die Kommentare hier, Jimmy Neutron lief, glaube ich, immer auf, wo lief das denn immer, auf Nickelodeon, glaube ich, ne, lief, glaube ich, immer Jimmy Neutron, ich glaube, das läuft gar nicht mehr, jetzt läuft ja irgendwie, keine Ahnung, was jetzt läuft, Alter. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass die Serien heutzutage geiler sind als, ja, vor ein paar Jahren, sagen wir es mal so, oder vor 7-8 Jahren, sagen wir es mal so, ne? Da waren bestimmt viel geilere Serien, kann ich mir so vorstellen, weil, ja, ich sag dazu nichts. Jetzt mal hier, warte mal, Pressekonferenz, wir motivieren mal die Mannschaft. Nee, geht gar nicht, Alter, optimal auf jeden Fall. Die Pressekonferenzen finde ich auch immer unnötig, muss ich sagen. Nationaltrainer, oh, stimmt. Nächstes Jahr, Alter, ist das schon die Weltmeisterschaft, ne? 2018, muss man natürlich auch mal so erwähnen. Ey, richtig krank in Russland. Bin mal gespannt, wie die so sein wird. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, wie schnell die Zeit einfach verflogen wieder ist, ne? Also, wir kamen so irgendwie vor, als wäre das letztes Jahr gewesen, ne? Die letzte Weltmeisterschaft, weil die Zeit vergeht einfach wie im Flug, ungelogen. Je so älter man wird, je so schneller vergeht die Zeit. Man fühlt es so, aber es ist nicht so. Aber es ist irgendwie gefühlt einfach so, weil FIFA 18 wird schon das nächste FIFA-Teil sein, was, ja, so weltmeistermäßig wird, ne? Bin mal gespannt, ob sie so einen Weltmeister-Teil wieder bringen werden, weil es die letzte FIFA-WM, also das letzte FIFA-WM-Weltmeisterschaft-Titel kam natürlich vor 4 Jahren, selbstverständlich, habe ich mir auch geholt. Ja, habe ich mir auf jeden Fall geholt, stimmt, habe ich mir geholt. Hat mir auch, ja, okay, hat mir an sich auch mega Spaß gemacht, habe ich auch manchmal mit meinem Vater gespielt immer. Also manchmal mit meinem Vater oder so gespielt, haben wir immer, müsst ihr mal vorstellen, irgendwie, es gab ja so einen Modus, kann man sagen, wo man Weltmeisterschaft spielen konnte, irgendwie Weltmeisterschaft halt von, Dings hier von der Gruppenphase bis zum Finale, so kann man so sagen. Da haben wir immer so ab und zu mal gespielt, er mit Deutschland, ich mit Brasilien, so war das, glaube ich, an sich, ne.
Und dann haben wir so, haben wir das so gemacht, wir haben so Gruppenphase erstmal gespielt, das ist ja selbstverständlich, erstmal Gruppenphase und so. Dann bis zum Finale, Alter, das hat einfach mega Spaß gemacht. Wir sind beide bis zum Finale gekommen. Und ich habe, glaube ich, am Ende gewonnen, so war das, glaube ich. Ich habe am Ende, glaube ich, gewonnen, hier haben wir das einmal gespielt. Das hat einfach mega Spaß gemacht, halt einfach, ne, mit seinen Eltern einfach, beziehungsweise mit seinem Vater, einfach mal die Weltmeisterschaft zu spielen, einfach mega Spaß gemacht, beziehungsweise mit meinem Stiefvater, sagen wir es mal so, ne. Und ja, so Hamburger Sportverein motiviert nochmal die Mannschaft, hier nochmal wegwechseln gegen Frankfurt, ne. Gegen Frankfurt muss nochmal einiges weggewechselt werden, Jungs. Komm, Alter. In 2-1 wollen wir sehen. Wir haben schon März, Alter. Also wird doch so ungefähr eine Stunde gehen, das Video nicht länger, hoffentlich, Alter, sagen wir es mal so. Wir haben auch, glaube ich, entweder jetzt die eine Stunde geknackt oder wir knacken die ersten 3-4 Minuten, ich weiß es nicht. Oder haben die auch schon erst seit einer Minute oder 2 Minuten geknackt, kann natürlich auch sein, oder knacken die gerade erst. Also falls wir jetzt schon über eine Stunde sind oder halt schon länger über eine Stunde sind, schreibt mal Hashtag, das kann man so schreiben, Alter, schreibt mal 1-Stunden-Break. 1-Stunden-Break, sagen wir es mal so, mal wegen Prison Break, 1-Stunden-Break, weil wir haben am meisten über Prison Break gesprochen. Es ist, die Serie ist einfach krank. Also ich muss schon sagen, dieser Michael Scofield, also beziehungsweise Wentworth Miller heißt er hier im realen Leben. Also ist wirklich mein Lieblingsschauspieler geworden seitdem. Seitdem ich die Serie gucke, ist es wirklich mein persönlicher bester Schauspieler. Wirklich, Alter. Muss man so gesagt haben. Für mich wirklich. Und der Typ ist einfach nur krank. Und Dominic Purcell, das ist ja sein Bruder in Prison Break, beziehungsweise, wie heißt er mal in Prison Break? Ich glaube, Lincoln Burrows heißt er, ja. Sein Bruder hat ja einen anderen Nachnamen hier, aber ich erzähle jetzt nicht warum, werdet ihr alles dann sehen, wenn ihr die Serie schaut. Ich werde die überhaupt nicht spoilern, aber Dominic Purcell, einfach auch ein kranker Schauspieler, der Dominic Purcell. Oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Wie wird er ausgesprochen? Dominic Purcell oder so, oder Purcell oder keine Ahnung, Alter. Ist auf jeden Fall krank, die Serie ist krank, Mann, Alter. Zieht euch die bitte rein an alle hier. Zieht euch die Serie einfach rein. Die ist nicht nur mal. Vor allem genießt die erste Staffel am meisten. Die zweite ist auch auf jeden Fall mega krank, aber die erste ist noch ein Stück krank, aber die zweite ist auch mega krank. Die dritte, ja, da wird auf jeden Fall, merkt man irgendwie auf jeden Fall, die haben sich vielleicht nicht so viel Mühe gegeben, ich weiß es nicht, oder keine Ahnung, die hatten vielleicht nicht so viele Ideen. Weil ich fand die irgendwie nicht so nice. Was heißt nicht viele Ideen, aber natürlich sind die eigentlich nicht schlecht, aber. Ah, ist jetzt nicht so mein Lieblingsteil, muss man sagen. Meine Lieblingsstaffel, sagen wir es mal so. Also am liebsten würde ich die jetzt überspringen, die Staffel, und weiter mit der vierten machen irgendwie. Und Michael Scofield, also Wentworth Miller, ne, nach 7 Jahren oder so, sieht einfach mega alt aus. Oder nach 8 Jahren, kann man sagen. Also ihr müsst euch mal anschauen, wie er heute aussieht. Das sieht auf jeden Fall ziemlich ein Stück älter aus. Hat er schon, glaube ich, weiße Haare. Also früher hat er natürlich auch braune Haare gehabt, aber jetzt hat er schon weiße Haare einfach. Er ist auch schon, glaube ich, 42 Jahre alt, 43 Jahre alt, so. Ich weiß gar nicht, wo er noch mitspielt, außer bei Prison Break. Weiß ich gerade auch nicht, weil wirklich, der Typ ist ein kranker Schauspieler, Alter. Die Rolle Michael Scofield, ne, die spielt er einfach nur krank, Mann. Das passt einfach irgendwie perfekt irgendwie. Und es gab's, glaube ich, warte mal. Ich glaube, der war doch mal im Fernsehen, glaube ich, sogar, der Wentworth Miller irgendwie. Weil es gab's irgendwie so eine Zeit, wann war das denn? Das ist auch schon ein paar Jahre her, ne, wo er im Fernsehen war. Irgendwie bei den Nachrichten irgendwie. Dann haben wir irgendwie so gebracht, ja, Frauen stehen auf, auf Gefängnismodel Wentworth Miller oder irgendwie sowas. Ich dachte wirklich, es wäre ein echter Gefängnisdings, ne? Also ein Dings, ihr wisst schon, also ein echter Gefängnis. Wie kann man sagen, Alter, was laber ich hier? Gefängnis, Häftling, Mann, Alter, bin ich behindert? Ich wollte schon Wärter sagen. Also ein echter Häftling irgendwie, aber nein, der war einfach aus der Serie Prison Break. Ich glaube, das war der wirklich. Also es müsste Michael Scofield gewesen sein, also ein Wentworth Miller. Ich dachte irgendwie, das wäre ein echter Häftling, weil das kam wirklich mal in den Nachrichten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es wirklich Wentworth Miller, also Michael Scofield war, von der Serie Prison Break, oder halt, ob es ein echter Häftling war. Bin ich mir immer momentan noch nicht sicher. Weil das lief mal vor ein paar Jahren irgendwie in den Nachrichten, dass Frauen irgendwie gerne den daten würden oder irgendwie sowas, oder Frauen verliebt sind an so einen Häftling. Aber ich weiß nicht wirklich, ob es von der Serie Prison Break, also der Michael Scofield war, also der die Hauptrolle da spielt. Weil der Typ ist einfach nur krank, Alter. Michael Scofield, bester Schauspieler, wirklich ungelogen. Schaut euch bitte die Serie an. Guckt erstmal 3-4 Folgen und dann werdet ihr sehen, es wird immer spannender und spannender. Wirklich, das ist ungelogen. Richtig krass, die Serie. Ich weiß nicht, ob es besser ist als The Walking Dead, weil The Walking Dead habe ich bisher nur, ich glaube, ein paar Folgen geschaut oder so. Und da muss ich mal schauen, ob ich mir The Walking Dead mal bald reinziehen werde oder nicht. Also könnt ihr in die Kommentare schreiben. Also falls ihr schon mal Prison Break und The Walking Dead geschaut hat oder immer noch schaut, was besser ist für euch, schreibt mal in die Kommentare eure persönliche Meinung, was ihr besser findet. Aber ihr müsst es natürlich wirklich geschaut haben, nicht einer auf den, ihr habt nur The Walking Dead geschaut oder ihr habt nur eine Prison Break Folge geschaut und sagt automatisch irgendwie The Walking Dead ist besser oder so. Also wirklich eure ehrliche Meinung, Freunde, eure ehrliche Meinung einfach mal in die Kommentare bitte. Und 3-0 Sieg, nee, ich glaube es nicht, wahrscheinlich 3-0 Sieg auch noch nach der 80. Minute, oder? Ah, oh, Jungs, Alter, wird eine mittlere Position, Alter. Shit, Mann. Wir haben aber noch 6 Spiele vor uns, aber ja, ungelogen, ich sehe irgendwie nicht viel. Ich glaube, da wird nicht mehr viel gehen, Alter. Ungelogen, ich glaube, wir werden nicht mal einen Europa League Platz erzielen. Also, es wird auch extrem schwer noch. Also, absteigen können wir an sich eigentlich nicht mehr, sagen wir es mal so, aber
Ja, Isak könnte an sich die letzten 3-4 Spiele vielleicht sogar spielen, ne? Würde ich mal sagen, weil er hat jetzt schon eine 73er Gesamtbewertung. Also an sich könnte er wirklich, ja, die letzten Spiele irgendwie mal ein paar, ja, kann auf jeden Fall ein paar Spiele spielen, sagen wir es mal so, ne? Und ich glaube, das wird auch einiges wegfixen. Also heute ein Spiele-Update-Video sogar mit Alexander, Isak. Ich habe mega Bock drauf einfach. Und ja, ihr wisst ja, von Freitag bis Montag kommt ja jeden Tag 2 Videos, halt Dienstag dann Pause, Mittwoch wieder 2 Videos meine ich, nicht ein Video, sondern 2 Videos, dann Donnerstag Pause. Vielleicht können wir auch mal, ja, vielleicht machen wir das so, dass wir halt Dienstag und Donnerstag vielleicht GTA 5 Online einmal bringen, weil da keine Videos an sich kommen werden, aber vielleicht können wir das so machen, dass da GTA 5 Online oder so kommt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr Bock auf GTA 5 Online? Wenn ja, machen wir jetzt einen Hashtag zu GTA 5 Online, also Hashtag GTA. Einfach mal Hashtag GTA, sagen wir es mal so. Hier 2-0 gegen Werder Bremen und wir haben unseren Rivalen einfach mal weggewichst, Alter. Sagen wir es mal so, einfach mal ganz kurz hier eine kurze Sache einfach mal gemacht, hier kurzer Prozess, einfach weggewichst, Jungs. Also jetzt sind wir auf jeden Fall safe über eine Stunde, ne? Eine Stunde, 10 Minuten bestimmt so, schätze ich mal so ein. Ungefähr, ne? Also ich hoffe nicht, dass das Video irgendwie 2 Stunden gehen würde. Also ich glaube nicht, dass sich das jemand reinziehen würde hier. 2 Stunden FIFA 17, Alter. Weil allgemein, wer bringt eigentlich schon ein Stunden-Special zu FIFA, Alter? Also ich glaube gar keiner irgendwie, ne? Karrieremodus, klar, ist krank, aber ich glaube nicht, dass es irgendjemand außer ich vielleicht mal ab und zu sogar macht. Aber wir haben, ist ja schon unser dritter ein Stunden-Special zu FIFA, ne? Zu FIFA, sagen wir es mal so. Also es ist einfach krank. Wie es bei euch auch ankommt, immer die 1-Stunden-Specials finde ich auch immer krank. Haben immer mindestens über 70 Likes oder so, glaube ich. Das eine hatte so, glaube ich, über 200 Likes. Müsst ihr euch einfach mal geben. Ne? Also mit Leicester City war das auch noch. Das ist auch eine der krankesten Simulationskarrieren. Einfach mit Dynamo Dresden, mit Olympique Lyon momentan auch richtig kranke Simulationskarriere. Das ist ja eigentlich auch eine Simulationskarriere, aber die nennen wir halt Session to Glory, weil das ja sowieso immer über eine Stunde geht. Und immer eine Saison halt immer Session to Glory. Also Session heißt ja eigentlich eine Stunde, glaube ich, ne? Nicht Season to Glory, weil Season to Glory heißt ja eine Saison. Eigentlich hätten wir das Season to Glory nennen können, ne? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, stimmt, schreibt's mal in die Kommentare. Soll ich das Season to Glory nennen oder Session to Glory? Schreibt's mal selber in die Kommentare, Season to Glory oder Session. Ich würde sogar sagen Season to Glory, ne? Oder? Ja, Season to Glory klingt eigentlich besser, Alter. Schreibt's mal in die Kommentare, Season to Glory oder Session to Glory? Weil Session, ich weiß nicht, Session ist ja so eine Stunde, ne? Das geht ja sogar länger als eine Stunde jetzt, wie ihr seht hier. Eigentlich sogar Season to Glory wäre einfach viel besser. Ja, ich würde sagen Season to Glory. Season to Glory, das ist wahrscheinlich Season, oder? Season to Glory hier. Ja, schauen wir einfach mal, ne? Schauen wir einfach mal. Wir haben ja ein. Also könnt ihr mal sehen, wir brauchen an sich eigentlich. Warte mal, wie viele Stunden haben wir mit. Ach, viele Stunden sage ich schon, ja? Wir haben ungefähr jetzt 1 Stunde und 10 Minuten aufgenommen. Glaube ich zumindest, ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, ungefähr, wie viele Folgen wären das jetzt gewesen? 1, 2, 3, 4 Folgen, weil die meisten Folgen bei mir gehen ja 20 bis, ja, 15 bis 20 Minuten so, die meisten Simulationskarrieren-Folgen. Also wir hätten dafür locker jetzt eine Woche für diese, oder 2 Wochen jetzt für das 1-Stunden-Video gebraucht hier. Also wenn wir das in Folgenabschnitten hochgeladen hätten, also wenn ich das in Folgenabschnitten hochgeladen hätte, wäre das jetzt ungefähr 3-4 Folgen gewesen, glaube ich. Also ja, 4 Folgen wäre das jetzt gewesen ungefähr. Ja, wäre auf jeden Fall ganz anders, ja, jetzt ein Video daraus zu machen, das ist ja ganz anders jetzt. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, jeden Samstag, ob ihr Bock drauf hättet. Wenn ja, schreibt mal Hashtag Season to Glory oder, ja, oh, ich weiß nicht, Alter, Session oder Season, Mann. Ich würde sogar sagen Season to Glory, ne, ich weiß es, das ist eine schwere Entscheidung, Alter, das ist eine schwere Entscheidung. Ja, Season to Glory wäre einfach 1000-mal besser, sagen wir es mal so, ne, 1000-mal eigentlich. Gleich gegen Mainz, die werden wir auch mal kurz hier wegwichsen, ihr wisst Bescheid, ihr wegwichsen. Das klingt viel geiler, ne, wegwichsen als wegwichsen, aber weg, nee, was laber ich dir, Alter. Wegwichsen klingt irgendwie männlich, aber wegwichsen ist so, keine Ahnung, das klingt irgendwie geiler, aber halt wegwichsen klingt halt männlicher. Wegwichsen, Alter. Wir müssen, zum Beispiel jetzt, wir haben Mainz weggewichst oder wegwichst. Wir haben Mainz weggewichst. Weggewichst, Alter. Das klingt aber auch heftig irgendwie. Weggewichst. Nehmen wir auch mal was Neues hier. So, 2-0 hier. Ich nehme mal auf einen 2-0-Sieg. Komm. 2-0-Sieg, 1-1. Halilovic verletzt sich. Mann, Alter. Wir werden wirklich nicht mal einen Europa-League-Platz erreichen. Das finde ich ein bisschen schade. Locker jetzt 13. oder so. Wir hätten, ja, 10. Ja, okay, Europa geht auf jeden Fall nicht mehr, wie ihr seht. Schade, schade, Mann. Nicht mal ein Europa-League-Platz oder so. Das wird auf jeden Fall nicht leicht hier für uns, Freunde. Da sind wir auch schon wieder im vorletzten Spieltag. Was meint ihr? Was tippt ihr, Alter? Ich tippe auf einen 2-0-Sieg für uns vielleicht, aber ich glaube ja nicht, Alter. Wird auf jeden Fall nicht ganz so leicht. 1-0 durch Geis. Eieiei. Und Müller macht das 1-1. Das wird ein extrem geiles Spiel, glaubt mir, Alter. Extrem geiles Spiel. Sollen wir Isak im letzten Spiel einsetzen? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß es nicht, Mann. Die Folge ist auf jeden Fall auch gleich zu Ende, wie ihr wisst hier, weil wir haben ja schon diese Saison eigentlich durch. Ich werde sie nicht bis zum letzten Tag irgendwie simulieren. Das wäre ein bisschen unnötig hier. Und ja, so, ich tue mal 2-1. Komm, 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 Jungs. Komm, macht irgendwie Wood oder so. Wood, Bobby Wood, Hollywood. Komm, Jungs, macht das 2-1. Und Emre Mor macht das 2-1. Ist nochmal reingekommen durch Locatelli hier. Eine Einwechslung gegen, ja, Locatelli kann man sagen. Für Locatelli, gegen, wahrscheinlich gegen Locatelli, oder? 10. Platz, aber ja, das bringt sowieso eigentlich nichts mehr zu gewinnen irgendwie. Außer vielleicht einen Platz besser. Ist Dortmund, warte mal.
Habe ich gerade wirklich gelesen, dass Dortmund 9. ist? Bin ich behindert oder sind die gerade wirklich auf dem 9. Platz gewesen? Oder sind halt noch auf dem 9., sagen wir es mal so. Was ist mit Dortmund los? What? Dortmund auf dem 9., ja, sagen wir es mal so. Ne? Also wir sind ja auch noch auf dem 10., Jungs, ihr wisst Bescheid. Also es war einfach, die guten Mannschaften haben diese Saison einfach nicht rasiert, Jungs, ihr wisst einfach, ne? Die guten Mannschaften brauchen erstmal so ein Jahr aufzuhören. Es war nur ein Aufwärmjahr, ne? Sagen wir es mal so. Ich hoffe auf jeden Fall, nächstes Jahr wird auf jeden Fall besser für uns laufen, hier, weil... Ja, dieses Jahr war es nicht so das Gelbe vom Mai, ne? Sagen wir es mal so, das war nicht so das Gelbe vom Mai. Also klar, wir haben ein paar geile Spieler hier verpflichtet, beziehungsweise auch viele ausgeliehen, Isaac und so weiter. Wir geben auch Isaac mal die Chance, jetzt hier einen Spieltag kriegt er mal die Chance, auch wenn Wood eine bessere Gesamtbewertung hat, aber für den letzten Spieltag hier sowieso alles nicht mehr wichtig ist an sich. Also, ja, an sich ist sowieso nichts mehr wichtig, aber wir können ihn nochmal einsetzen hier für den letzten Bundesliga-Spieltag. Eieiei, das wird krass. Gegen wen spielen wir? Mainz? Habe ich gerade Mainz gelesen oder bin ich... Nee, Wolfsburg, wahrscheinlich Mainz, Alter, gegen Wolfsburg jetzt. Letzter Spieltag, letztes Glück. Wird das ein Sieg oder eine Niederlage oder höchstwahrscheinlich vielleicht auch ein Unentschieden, man weiß es nicht hier. Wir sind natürlich alle mega gespannt, aber an sich kann der Hamburger Sportverein seine Platzierung eigentlich gar nicht mehr richtig verbessern. Vielleicht um einen Platz oder einfach verschlechtern, glaube ich auch noch. Ne? Ich glaube, wir können unseren Platz auch noch verschlechtern, aber verbessern können wir uns ihn eigentlich auch nur um einen Platz, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, was für eine Tordifferenz Dortmund oder so hat, aber es ist eigentlich auch nicht so wichtig, irgendwie 9. oder 10. zu sein. Klar, wir sind in die Mitte der Tabelle, kann man sagen, fast. Ne? 9. Ja, 9. ist eigentlich die Mitte der Tabelle. Und ja, aber 10. ist jetzt auch nicht schlecht, aber ja, so Tendenz nach unten eher, ne, als nach oben. Aber ich glaube, nächste Saison können wir auf jeden Fall viel erreichen. Hoffen wir mal zumindest. Wir müssen auf jeden Fall die Spieler verpflichten, die wir ausgeliehen haben. Also unter anderem hier Emre Mor, Alexander Isak und so weiter, ne. Ich weiß nicht, wen wir noch hier verliehen haben. Also wir haben ja fest verpflichtet, haben ja auch zwei Spieler, ne. Wir haben ja hier Dings, Locatelli, sag ich schon, was mit mir los, Alter. Wir haben Romagnoli fest verpflichtet und Tielemans. Aber wir müssen noch, ja, Calabria fest verpflichten. Den Rechtsverteidiger hier, der hat sich eigentlich auch nicht schlecht entwickelt. Warte mal, wie oft hat er sich entwickelt? 6-mal, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall hat er jetzt schon eine 76er Gesamtbewertung wie Dickmeier fast. Dickmeier hat, glaube ich, eine 75er. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr von der Session oder Season 2 Glory sehen wollt. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir können uns auf jeden Fall nochmal die Entwicklung der Mannschaft hier reinziehen. Finde ich auch immer extrem spannend einfach, die Entwicklung der gesamten Mannschaft. Sich einfach mal reinzuziehen, immer pro Folge einfach mal schauen. Hier ist so wie ein Update-Video, kann man eigentlich sagen, ne? Nur halt jede Woche halt einmal eine Stunde halt. Und ein Update-Video geht ja ungefähr halt... Warte mal, ich verspreche mich hier die ganze Zeit, was ist los bei mir? In den letzten Minuten ist ja nochmal schwer für mich. Also immer halt einmal, das ist halt anders als ein Update-Video. Halt, wir zeigen wie halt die Spieler, wie wir trainieren und so. Und das ist also mannschaftsmäßig. Ne? Das wäre an sich ein Mannschafts-Update-Video hier eigentlich. Ich finde, sowas können wir an sich immer mehr bringen, oder? Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf hättet auf sowas oder nicht. Könnt ihr gerne mal alle... Oha, Martini hat sich auch krass entwickelt. Also könnt ihr alle mal gerne in die Kommentare schreiben. Hashtag mal Season oder Session to Glory, wenn ihr das halt... nächste Woche wiedersehen wollt. Und schreibt mal in die Kommentare, wie soll ich es nennen? Session oder Session? Session sage ich schon, Alter. Session wird ja S-E-S-E. Nee, was laber ich da? Session wird so geschrieben, glaube ich, ne? S-E-S-S-I-O-N so geschrieben. Und Season wird ja so geschrieben. S-E-A-S-O-N. So wird das, glaube ich, geschrieben. Heißt ja, ist ja auch Englisch beides, ne? Englische Wörter hier. Und ja, Session oder Season to Glory könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, Jungs. Ja, oha, auch nicht schlecht hier. Oh, der geht auch. Calabria hat auf jeden Fall auch Potenzial, ne? Auch Italiener. Wir haben einige Italiener dazu geholt. Das ist ein Brasilianer, glaube ich, ne? Wallace oder wie der heißt hier. Natürlich kenne ich die brasilianischen Namen hier von meinen Brüdern, Jungs. Meine Brüdern und Schwestern, ne? Sport, Alter. Halilovic hätten wir auch trainieren können, ne? Den Halilovic auch. Wir haben mega viele talentierte Spieler auch einfach so. Nicht nur ausgeliehen, sondern einfach so schon. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, Freunde, schreibt mal in die Kommentare allgemein, wie ihr so die erste Season oder Session to Glory Folge so fandet. Ich fand die mega nice. Bisschen über Prison Break und so weiter geredet. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare ein paar Fragen. Ich werde mir die alle nächste Woche dann durchlesen, hier, wenn ich das nächste Video drehe für den nächsten Samstag. Weil ich glaube ich auch, die Folge müsste dann, sagen wir, 10 Uhr nächsten Samstag kommen. Ne? 10 Uhr nächsten Samstag, wisst ihr Bescheid. Schreibt mal paar Fragen einfach mal in die Kommentare, damit ich die für die nächste Folge halt beantworten kann. Über Prison Break, was auch immer. Allgemeine Fragen über Politik, alles. Ich werde mir alles durchlesen. Wirklich ungelogen alles durchlesen. Außer sind natürlich 1000 Kommentare. Was natürlich höchstwahrscheinlich nicht so sein wird. Ich tippe mal so 100 Kommentare, werden am Ende rauskommen. Hoffe ich zumindest, wenn das wirklich alle bis zum Schluss so anschauen hier. Wenn euch das gefallen sollte, werden locker 100 Kommentare so kommen. Und nicht von einem. Ja, nicht von einem Typ oder so, oder nicht von einem Account oder so, ne? Und ja, Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, Freunde, und ja, stimmt, gleich natürlich um 14 Uhr müsste noch ein Spieler-Update-Video kommen mit Isaac. Nicht vergessen, hier mit Isaac müsste auf jeden Fall noch ein Spieler-Update-Video kommen im Jahr 2020. Falls euch die Folge gefallen hat, Freunde, macht einfach nichts, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!